Hallo, willkommen zu einem weiteren Livestream hier auf dem GutNext Livestream-Kanal. Und ihr seht schon heute alles ein bisschen anders. Ihr werdet gleich merken, ich werde mich zurückziehen in den Maschinenraum dieses kleinen, aber feinen Twitch-Unternehmens und die Herren Basti Germann in der Mitte. Hallo, Basti. Und Jan Hieronymi zu meiner Linken wahrscheinlich eher jetzt. Jan, hallo. Moin. Die werden euch heute durch die nächsten, mal gucken, 2 bis 8 Stunden geleiten. Warum? Ihr habt mitbekommen, wir haben ein Sonderheft gemacht. Ihr könnt es unten in der Ecke auch bei Jan sehen. Eine Klasse für sich. Und da Basti und Jan noch nicht lang genug mit Ex-Nationalspielern rumgehangen sind im Internet, mit wackelnden Verbindungen und verschiedenen, sage ich mal, Internet-Affinitäten der Beteiligten, haben sich gesagt, nee, wir würden ganz gerne nochmal so einen Call machen. Einfach, um mal über unser Werk zu sprechen, was man unten rechts sehen kann, was ihr auch jetzt im Shop bestellen könnt. Ja, wenn ihr beide bereit seid, dann würde ich sagen, oder auch, ja, alle hochhalten, ich kann es auch hochhalten, so ist es nicht, also die haben genug davon, die verkaufen die ja sogar. Dann würde ich sagen, wir haben nämlich schon einen Gast, der wohl, wie ich mitbekommen habe, so oft nicht pünktlich war, zumindest in den Calls, die ich mit ihm gemacht habe. Von daher würde ich direkt die Bühne an euch übergeben. Ich bin dann im Chat auch für alle Fragen da, wenn ihr was habt, haut's rein, ich reiche dann Sachen durch. Und dann würde ich euch die Bühne überlassen. Ich hau auch im Chat rein ab und zu einen Zwischenstand, wie es steht bei Deutschland gegen Montenegro, gerade 40 zu 28, die Montenegriner ein bisschen näher angekommen. Und von daher, wenn das für euch beide okay ist, Basti und Jan, würde ich euch jetzt die Bühne überlassen hier. Ja, hau raus. Dann vielleicht, genau, gehe ich jetzt hier raus und wir haben jemanden dabei, den vielleicht die Älteren kennen werden, Patrick Fehmerling. Schönen guten Abend. Genau, ja. Schönen guten Abend, hi. Ich will jetzt keine Heike Schafazik-Witze machen, aber auf jeden Fall auch nicht immer super überpünktlich war bei unseren ganzen Video-Interviews. Deswegen super cool, dass du jetzt sogar so früh schon am Start bist. Entschuldige, man muss sagen, der von allen, die mit Abstand geilste Ausrede hatte, bei einem der vielen Calls, die wir gemacht haben, dass er nicht dabei sein konnte. Ich habe die WhatsApp jetzt nicht vorliegen, aber ich weiß sie noch auswendig. Sorry Jungs, habe gerade ein Reh angefahren. Schaff's nicht. Und es war die traurige Wahrheit. Ja. Das war die traurige Wahrheit. Ja, also wir haben unser eigenes, ohnehin sehr dünnes Konzept für diesen Call, der genauso ablaufen sollte wie unsere Interviews, nämlich liebenswert, chaotisch und ungeplant. Jetzt noch mal ein bisschen über den Haufen geworfen, weil wir eigentlich am Anfang ein bisschen über das Heft sprechen wollten. Wie ist das überhaupt zustande gekommen hinter den Kulissen? Steven fragt auch schon zurecht, wollten wir nicht erst um 20.30 Uhr sprechen? Steven kann gerne dazukommen, wenn es ihm passt. Patrick, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal von uns, glaube ich, von diesem wilden Projekt gehört hast, dass wir vorhatten, ein Heft über eure Generation der deutschen Nationalmannschaft zu machen? Boah, das ist schon eine Weile her. Also da habt ihr, es war eine wilde WhatsApp-Hin- und Her-Schreiberei und ob wir überhaupt Lust drauf haben. Aber ich glaube, es ging relativ schnell, dass die Jungs gesagt haben, ey, lass uns doch die alten Geschichten aufwärmen, weil viele von denen waren gut, nicht alle waren immer glücklich. Es waren viele, viele verschiedene WhatsApp-Gruppen, war es ja auch immer nach Jahren eingeteilt und wer macht da mit und wer ist da irgendwie vorgesehen. Insofern hat eine Weile gedauert und ihr habt euch ja richtig viel Mühe gegeben auch und habt euch auch die Zeit genommen, alle Kamellen euch anzuhören, die da irgendwie verzapft wurden von uns. Hat großen Spaß gemacht. Basti, weißt du noch, wie genau du bist, glaube ich, auf die Idee gekommen, ne? Oder ich weiß es ehrlich gesagt ich kann es auch nicht mehr genau sagen, weil das ganz Tolle an diesem Magazin grundsätzlich an GutNext ist ja, dass wenn wir uns alle paar Tage, Wochen auch manchmal zusammenhocken und Themen überlegen oder auch Themen innerhalb des Hefts überlegen, reicht es eigentlich, dass einer irgendwie den Anstoß gibt und dann ist es wie so ein Schneeball, wie so eine Lawine und es kommen jede Menge wahnsinnige Ideen. Ich weiß noch, dass die Ausgangslage war, dass wir das 2000er-Heft gemacht haben oder geplant haben über diese ganze Dekade und es wäre natürlich naheliegend gewesen, auch über euch Jungs was zu machen in der Zeit, weil ja letztendlich das, was wir jetzt in dem Heft machen, genau in diese Zeit fällt. Und dann ist Ademola gestorben. Vorher, als wir schon angefangen haben zu planen, was
krass war, für euch wahrscheinlich noch mal krasser als für uns, die wir ihn ja auch zumindest ein bisschen kannten. Und wäre das alles nicht ohnehin schon zu klein gewesen, um irgendwie auf 10 Seiten oder meinetwegen auch 12 Seiten ins Dekadenheft zu packen, war irgendwie da in dem Moment klar, wir müssen über diese Generation was Größeres machen. So, das war mal so der Ausgangspunkt. Und dann haben wir angefangen, mit ein paar Leuten erstmal grundsätzlich zu quatschen. Also ich weiß, ich habe mit Pascal Roller länger telefoniert, mit Nino Garris, mit Robert Marras, mit Robert Garrett zum Beispiel, also Jungs, die ich zum Beispiel aus Frankfurt noch gut kannte, weil unser Ansatz ja war von Anfang an, wir wollen es mit euch zusammen machen. Also wir wollen es nicht über euch schreiben, sondern wir wollen es mit euch zusammen machen. Und ich glaube, die Tiefe, die dieses Heft am Ende bekommen hat, die ist auch nur möglich gewesen, weil ihr euch da in gewisser Weise auch drauf eingelassen habt und gesagt habt, okay, wir vertrauen euch auf der einen Seite, dass ihr das schon gut macht. Und es lebt ja auch davon, dass ihr zum Beispiel ja auch alles gesehen habt, was wir gemacht haben. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, alles, was wir schreiben, schicken wir euch vorher, guckt in Ruhe drüber. Und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie irgendwas ist doch uncool oder passt nicht, dann streichen wir es auch wieder raus. Und auf der Basis kann man dann ganz anders quatschen am Anfang erstmal, denke ich mal. Also auch so als Spieler hat man wahrscheinlich auch andere Erfahrungen gemacht, auch mit Presse oder Medien. Oh, das Steven. Dann nahm das Ganze so seinen Lauf, würde ich sagen. Ja. Moin, Steven. Hallo, schönen guten Mike Tag. Check, er hört uns fantastisch. Ja, du hast dich anstecken lassen, bist auch früh dazugekommen. So wie das eigentlich bei den Interviews immer war. Ne? Das ist alle so nach und nach eingetröpfelt. Naja, ich wollte jetzt Patrick nicht alleine lassen. Ich hätte mich auch gewundert, dass er so früh da ist. Also. Ich muss viel wettmachen hier. Ich muss viel wettmachen. Auf Steven war halt immer Verlass, muss man sagen. Immer Verlass. Ich glaube, du warst der wirklich allen Calls dabei war, bei den Turnieren, bei denen du noch dabei warst. Ich glaube, du hast keinen einzigen verpasst. Nee, es hat ja Spaß gemacht. War ja, wie gesagt, das war ja super interessant. Ja. Und du warst auch derjenige, der immer wieder auch nachgehakt hat und gesagt hat, hier Jungs, kommt, nehmt euch mal die Zeit und wie sieht's denn aus? Und das hat uns auch mega geholfen halt auch die ganze Zeit. Hand Ab und zu hören auch die Jungs auf den Ältesten. Ja. Hand aufs Herz, ihr habt ja logischerweise, weil wir 1, 2, 3, glaube ich, 7 Turniere in dem Heft behandeln, 8, wenn man dieses Qualifikationsturnier mit berücksichtigt. Da haben wir uns ja regelmäßig für mehrere Stunden zusammen in einen virtuellen Raum gesperrt und gemeinsam diese Interviews gemacht. Habt ihr hinterher manchmal gedacht, so, was haben wir da jetzt erzählt? War das vielleicht ein Hauch zu viel oder war das alles völlig wurscht? Ja, also ab und zu war es schon grenzwertig, glaube ich, aber ihr habt das ja auch ganz gut dann nicht alles mit reingenommen. Also, aber ich ist glaube, euch aufgefallen. Die Dynamik, wenn wir alle in einem Call waren und uns auch, also Leute, die man nicht so oft sieht, ich habe Steven jetzt auch eine Weile vorher nicht gesehen und oder Robert Garrett, den du ansprichst, der ja in einer ganz anderen Zeitzone mittlerweile wohnt. Ich glaube, diese Dynamik mit allen zusammen hat das alles auch hervorgebracht und wir haben uns alle wohl damit gefühlt, was wir da erzählt haben. Einige Sachen sind ja auch mittlerweile verjährt, von daher konnte man das mit gutem Gewissen erzählen. Es waren auch keine Straftaten dabei, insofern ist alles okay. Also die habt ihr verschwiegen, okay, das ist gut. Wir haben das Heft ja ein bisschen gemacht, weil wir den Eindruck hatten, diese Generation hat zwar Gott weiß welche Medaille gewonnen, aber ist nicht so richtig abgefeiert worden bisher. Habt ihr das auch so empfunden? Ja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, wir haben das alle nicht gemacht, damit wir abgefeiert werden, sondern wir haben ja alle jeden Sommer da irgendwie geopfert, also nicht für Geld und nicht für irgendwas anderes, sondern weil wir uns erstmal sehr gemocht haben. Und ich glaube, das war, ich erinnere mich an eine Geschichte mit Steven, da waren wir irgendwie, haben wir Quali, glaube ich, in Monte Cantini gespielt oder so. Da sind wir aus Italien dann zusammen zurückgeflogen. Ja, hat man auch einen harten Abend danach und mit Mike Nahar, schöne Grüße, falls er das hier sieht. Saßen dann auf so fiesen Drahtbänken im Flughafen und da konntest du gar nicht drauf sitzen eigentlich. Als er dann irgendwie wir sind zusammen nach Griechenland geflogen, ne? Oder nach Athen. Richtig, wieder zurück. Ja. Und dann war eigentlich das Gespräch, ja, dann sehen wir uns spätestens im Sommer. Also wir haben uns ja dann in Athen nochmal gesehen, aber dann ja, bis im Sommer dabei und dann, das war nie irgendwie eine Frage. Da musste nie irgendwie jemand
zweimal gebeten werden, irgendwie zu kommen, sondern da sind alle irgendwie aufgelaufen. Na, ich glaube auch. Steven hat übrigens auf der Drahtbank geschlafen. Diese Drahtbank war so unglaublich unbequem. Man hat nicht sitzen können für länger als 3 Sekunden und er hat geschlafen. Das stimmt, das stimmt. Naja, also ich glaube, mit diesem Abfeiern und so, wenn man in der Situation ist, dass man da spielt, dann denkt man gar nicht daran oder man realisiert gar nicht, was man da macht. Ne? Also ich habe jetzt, ich glaube, in 4 Wochen habe ich hier geplant, mit meiner Mannschaft von Budapest nach Belgrad zu fahren, um unser Roter Stern gegen Olympiakos anzugucken. Und da bekomme ich jetzt Gänsehaut. Ne? Das sind 20.000 Zuschauer werden da sein. Und als wir damals gespielt haben, da war das normal. Ne? Also du spielst halt ein Spiel, da sind 15.000, 20.000 Leute und man realisiert das gar nicht. Ja? Oder mein letztes Jahr war Europa Liga. Das sind so Dinge, die normal sind. Und wenn man heute, Patrick, aber dir auch wahrscheinlich, wenn du heute halt ein Europa-Liga-Spiel guckst, dann ist es irgendwie was Besonderes, wenn man da so außen, jetzt von außen mit zuguckt. Ne? Und deswegen, damals, man hat gespielt, man hat den ein oder anderen Erfolg gehabt, aber man hat nicht darüber nachgedacht, dass man jetzt abgefeiert wird oder so. Ich glaube, dass man jetzt, vielleicht so 20 Jahre später, jetzt ja, auch gerade hier, also jetzt in München, als wir uns da getroffen haben, dass man dann so überlegt, ja, das ein oder andere haben wir schon erreicht, oder Patrick? Ja, auf jeden Fall. Also das ist glaube ich, auch schön, dass ihr das aufgeschrieben habt, so die Geschichten aufgeschrieben habt, auch die Dynamik. Oh, Hefeweiß. Alkoholfrei natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Und ja, wie Steven das gesagt hat, das war irgendwie, während man das macht, ist das so eine Leidenschaft und auch teilweise auch ein Job, aber der sehr privilegierte Job, wo man sagen muss, also wie viele Leute können ihr Hobby irgendwie zum Beruf machen, wie viele Leute können irgendwie einem Ball hinterher rennen und den versuchen in den Korb zu machen und dafür gibt dir noch einer irgendwie noch eine Mark. Insofern, ja, also ich kann Steven da nur beipflichten. Ja, und wir haben ja auch, ich zeige das mal kurz, Interview mit euren beiden Coaches gemacht. Bauermann und Detmann. Ich glaube sogar zum ersten Mal zusammen, dass die beiden zum ersten Mal zusammen Interview gegeben haben, was, glaube ich, vor ein paar Jahren, ich sag mal, möglicherweise noch gar nicht so funktioniert hätte. In Anführungsstrichen. Und da sagt das Detmann halt ganz am Anfang, dass man halt früher nicht in der Lage war, für Dinge dankbar zu sein, während sie passiert sind. Weil man vielleicht ist, zu sehr als selbstverständlich erachtet hat oder zu sehr in dem Moment war oder die Geschwindigkeit, in der alles passiert ist, halt viel zu krass war. Und dass das dann halt, man könnte jetzt sagen, leider, weiß ich nicht, aber so mit den Jahren dann kommt, dass einem dann erst bewusst wird, wie viel das alles eigentlich wert war und wie krass auch der Erfolg war und wie viel auch, also gerade euer Team ausgemacht hat, und das hat man ja auch in den Gesprächen gemerkt, wie viel da noch ist so an Teamchemie. Ich habe das nicht gelesen, das Interview bis jetzt. Ich habe es noch nicht gelesen. Aber das ist ja genau das, was ich gerade sagen wollte. Ne? Dass in dem Moment ist das normal. Ne? Und jetzt 20 Jahre später denkt man so, wow, das war echt eine geile Zeit. Ne? Und der eine oder andere Stück war da. Apropos nicht gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir bei den knapp 100 ZuschauerInnen jetzt hier davon ausgehen können, dass die das ganze Buch schon durchgepflügt haben. Aber vielleicht können wir so als kleines Intro mal sagen, so, was ist denn für euch das, was diese Nationalmannschaftsgeneration ausgemacht hat? Patrick war für die Zeit, die wir hier angucken, 2001 bis 2008 durchgehend mit dabei, richtig? Genau wie Dirk, glaube ich, die einzigen beiden. Und ja, Steven, seit wann hast du Nationalmannschaft gespielt? 1990? Nein. Ich habe, gute Frage, war ich 97 das erste Mal dabei? Ich glaube 97. Müsste jetzt. Warst du nicht 96 dabei, wo wir nichts gespielt haben, sondern nur mit Lale Lucic? Warst du da schon dabei? Das kann auch sein, ja. 96 kann auch sein, ja. 96 auch. Und dann eigentlich hatte ich ja dann 2005 nach Belgrad aufgehört und bin dann nochmal 2007 nochmal zurückgekommen. Last Minute eingeflogen. Dankbarerweise konnte ich das Vorbereitungsturnier, also die Vorbereitung in Griechenland dann abbrechen und bin direkt da nach Spanien geflogen zur Europameisterschaft. Das war sehr angenehm. Also ihr habt auf die Weise... Dass ich mit 35 nicht so ein 4 Wochen Vorbereitungsprogramm machen musste, das war sehr gut.
Nochmal schönen Dank an Dirk Bauermann. Aber ihr habt auf die Weise ja einen guten Querschnitt, so was diese Generation ausgemacht hat. Wie würdet ihr das beschreiben? In dem Magazin habt ihr es natürlich immer und immer wieder gesagt. Ich könnte es jetzt zitieren, aber so, was hat euch ausgemacht als ja auch immer wieder jedes Jahr ein bisschen andere Einheit? Ja, wir hatten also immer eine super Teamchemie. Wir waren so ein bisschen, also ich habe es, glaube ich, weiß nicht, ob ich das Heft auch gesagt habe. Ich habe zu viele Sachen gesagt, glaube ich, in der Zeit. Aber es war wie eine Klassenfahrt gesagt, ja, mit Leistungssport. Ja. Also das war, also wir haben uns alle getroffen, wir haben nur Mist erzählt und haben nur Quatsch gemacht. Aber wenn wir in die Halle gegangen sind, dann haben wir uns gemessen, haben uns ja schon auf die Schnute gehauen hier und da. Was natürlich geholfen hat, ist auch, dass du hast so einen Superstar wie Dirk, der einfach einer von uns war, ganz normal. Also der war, der hat sein Fett wegbekommen, wie ich es wegbekommen habe, wie Steven es auch abbekommen hat, die ersten Jahre mit seinem Handy und sowas. Und darüber haben wir gar nicht gesprochen, deine Handygeschichten. Aber erzähl doch mal die Handygeschichte, Steven. Ich weiß gar nicht, was er meint. Also es hat ja dann damals mit den Handys angefangen, die waren dann, man könnte glaube ich auch sagen, Ziegelstein, Patrick, oder? Ja, richtig, richtiges Brikett, ja. Und du warst einer der Ersten, der so ein Handy hatte und hast dann immer nach einem Netz gesucht und hast dann mit diesem Handy rumhantiert und das war... Hast du Netz? Das war schön, hast du Netz, Patrick? Alle haben gedacht, und, was für ein Schrott, wird sich nie durchsetzen. Wie das Internet. Warten wir auch noch drauf, dass das irgendwie durchkommt. Nee, aber dieses Gefühl, dass da auch, glaube ich, auch von den Trainern, glaube ich, auch genossen wurde und auch mal gefördert wurde, dass jeder gerne kam, dass wir alle, egal wer da integriert werden musste, ob ein junger Spieler oder jemand, der das später dazu kam, das hat immer sehr gut geklappt. Es war nicht immer einfach für alle, muss man auch sagen, aber da so eine homogene Truppe irgendwie aufs Feld zu stellen, wo jeder für jeden bereit ist, alles zu machen, ohne dass da irgendwie ein großer Kickback ist. Ja? Also es war ja nicht so, dass wir da irgendwelche Verträge verhandelt haben, die uns dann in eine neue Sphäre finanziell gekickt haben, sondern das war, am Ende hat man meistens seine Telefonrechnung bezahlt, weil die damals noch so teuer waren und war zweimal essen und dann war das Geld auch weg. Oh, hier fliegt gerade eine Frage rein. Das ist ja Live-Fernsehen vom Feinsten. Danke an die Redaktionsleitung Dre. Stichwort Teamchemie. Wer waren in der Zeit so die Culture-Setter, die alles zusammengehalten haben? Oder gibt es da nicht Einzelne, die man nennen kann? Ja, da seid ihr auch in der super Position, das beurteilen zu können. Vielleicht, unter Umständen müsst ihr euch jetzt selber nennen. Das ist natürlich schwierig. Ah, Culture-Setter, das sind die alles zusammengehalten haben. Also so Leader oder wie? Was ist der, was damit gemeint? Oder würde ich so übersetzen? Ja, ich vermute mal so ein bisschen, ich würde mal sagen, diejenigen, die diesen Geist, den eure Spielergeneration oder diese Mannschaften so ausgemacht hat, am besten repräsentiert haben und auch vielleicht so ein bisschen gepflegt haben. So würde ich es jetzt verstehen. Also ich hätte auch eine Idee, wer es ist. Ja, also einen sehen wir hier. Ich meine, Patrick, sage ich mal. Ich dachte, du nennst dich jetzt selber. Einen sehen wir hier, das bin ich. Nee, aber Patrick, glaube ich, sage ich mal, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo er, sage ich mal, angefangen hat zu realisieren, wie gut er wirklich werden kann, war dann wirklich definitiv einer der Leader, Marco Pesic, vorne weggegangen. Das sind jetzt zwei, aber war ja auch teilweise noch, Henrik Grödel war noch dabei damals. Und das sind jetzt drei, die ich schon genannt hat, aber ich könnte jetzt auch noch 4, 5, 6 hinterher nennen. Ja, da sind, wie gesagt, das war ein ganzer Verbund, ne? Weil natürlich auch Patrick oder Marco mal einen schlechten Tag hatten, Henrik, dann sind direkt die nächsten 2, 3 Leute eingesprungen. Und das ist ja das, was Patrick gerade schon gesagt hat, das war einfach nicht nur 12 Leute, sondern auch die Leute, die zum erweiterten Kader gezählt haben. Das war wirklich ein großes Roster mit sehr, sehr talentierten Spielern, aber auch menschlich und charakterlich waren wir, glaube ich, sehr, sehr stark. Und man muss auch sagen, dass ich glaube, die Trainer das nicht so jetzt den einen Spieler irgendwie bestimmt haben, der jetzt irgendwie das machen musste, sondern die haben es auch zugelassen, dass diese Dynamik in dieser Mannschaft so war, ja, über die Jahre. Wie gesagt, auch mit wechselnden Besetzungen war das trotzdem immer so, dass man
Götz Dirk als Scoring Leader, als jemand, der auf dem Platz auch mit seinem Willen zu gewinnen sehr viel gemacht hat. Du hast Ademola mit diesem Motor, den er hatte auf dem Feld. Aber wie Steven gesagt hat, du hast schon immer Leute gehabt, und Steven natürlich auch, die immer dann eingesprungen sind oder die dann auch ihre Rolle gehabt haben. Und diese Rolle war, also als in diesem Teamverbund, nicht für immer für alle gleich, aber alle haben dann die Situation verstanden, und das muss natürlich als Trainer auch irgendwie zulassen. Ja. Ja, Ich hatte Jan, das Thema Steven. gerade. Ja. Ich hatte das Thema gerade letzte Woche hier mit meinem Co-Trainer, wenn immer gesagt wird, der war Rollenspieler. Ne, weil normal, wenn man von einem Rollenspieler spricht, dann ist das ja schon so ein bisschen abwertend. Korrekt? Ne, also der war Rollenspieler. Aber Ich im glaube, es ist Prinzip sind sie alle, missverstanden. ja, oder missverstanden, weil im Prinzip sind ja alles Rollenspieler. Ja, also auch ein Dirk Nowitzki ist ein Rollenspieler, und seine Rolle war, jedes Spiel 30 Punkte zu machen. Ja. Und der andere hat eine Rolle, das zu machen. Also Rollenspieler in dem Sinne, ja, also wir waren 12 Rollenspieler und jeder hat seine Rolle gespielt. Ja, ohne das jetzt, sage ich mal, negativ zu sehen oder abwertend. Ja, das ist ja auch das, was Dirk Bauermann in dem Interview gesagt hat. So nach dem, was er immer nach dem Motto verfahren hat, oder den Spielern klarzumachen, du musst nicht irgendwie der Geilste auf dem Feld sein, aber du musst der Beste in der Rolle sein, die du in deinem Team hast einfach. Das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ich wollte noch eine zweite Sache fragen, weil apropos Trainer, das war mir eigentlich gar nicht so klar und ist mir dann in den Interviews, also in den Interviews mit euch klar geworden, aber auch in den Interviews mit oder in dem Interview mit den beiden Trainern, dass gerade Dettmann auch gesagt hat, wie viel er investiert hat oder die Notwendigkeit gesehen hat, in erstmal sowas wie Identität und Teamchemie und solche Dinge zu investieren. Und er hat die Geschichte erzählt, dass er am Anfang im Huddle euch immer den, ich kann ihn jetzt leider nicht mehr, den finnischen Begriff für Team oder so hat, also irgendwas Finnisches hat euch rufen lassen. Und dass du wohl, Steven, irgendwie gesagt hast, hier, Trainer, was ist los? Wieso rufen wir so einen Quatsch? Warum rufen wir nicht Deutschland oder so? Und er dann gesagt, und jetzt habt ihr das kapiert. Ja, Also, wie genau, viel hat klar. er ausgemacht? Wie viel hat er ausgemacht? Also auch gerade Deppmann am Anfang. Ja, Dettmann hat natürlich die Mannschaft übernommen, die in einer schwierigen Situation war. Ja. Also, wir waren, ich glaube, 96 kam ich dazu, und da waren noch die alten Recken dabei. Ich habe nochmal mit Christian Welp, glaube ich, sogar ein Quali-Spiel gespielt. Und 97 dann die EM um 9:45 Uhr, keine Ahnung, auf jeden Fall viel zu früh gegen Israel, das letzte Spiel. Das heißt, da ging es nur noch um nichts mehr. Ja. Und das war schon bitter. Und er ist dann gekommen und hat diese Mannschaft einfach, er musste ja irgendwie was Neues machen. Ja. Und er war ja auch ein neuer Trainer. Also wir waren ja alle überrascht, wie sehr der uns involviert hat in, also ich weiß nicht, ob Steven sich erinnert, aber ich weiß, dass wir irgendwie in Italien ein Vorbereitungsturnier hatten und wir gucken Video und er dreht sich dann um zu uns und sagt so, also, und wie wollte er das Pick and Roll verteidigen? Und ich weiß noch, wir haben uns so angeguckt, dass so, wie fragt er denn jetzt? Also uns kann er nicht fragen, wir sind ja nur Spieler. Und mit solchen Sachen hat er einfach anders agiert als jetzt die Trainer, die wir vielleicht vorher hatten oder vorher kannten. Da habe ich auch so ein bisschen ja, ex-jugoslawisch sozialisiert wurden im Basketball oder eben amerikanisch, aber das ist ja trotzdem zwei verschiedene Sachen. Also Dettmann hatte schon einen anderen Ansatz und er hat das sehr früh sehr gut verstanden, uns irgendwie alle mit ins Boot zu holen und so ein Buy-in zu haben, dass wir da alle auch gewertschätzt wurden. Ihr habt ja dann dieses irre Turnier gleich gespielt, 2001, wo man den Eindruck hatte, ihr wisst gar nicht so richtig, was euch geschieht und wie gut ihr seid. Und das, also es von, ich habe mir ein paar Videos angeguckt, als ich die Trailer für hier unsere Instagram-Kanäle und so zusammengeschnitten habe. Absurd jung, also wirklich sieht alles so frisch und ungezwungen aus. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich mich erstmalig mit der deutschen Basketballnationalmannschaft so richtig assoziiert habe, weil es halt irgendwie so authentisch rübergekommen ist. Könnt ihr noch was erzählen zu diesem Rauschhaften von diesem ersten Turnier 2001?
Das war ja dann leider das mit dem Dreier, über den wir vielleicht jetzt hier nicht so ausführlich sprechen sollten von technischen Problemen. Was für ein Dreier? Ich muss mal im Heft, ich habe es vergessen, es steht im Heft irgendwo. Okay, danke. Naja, leider ist das, sage ich mal so, also bei mir ist das das größte oder der größte Brocken, der halt von dem Turnier hängen geblieben ist, ne? Dieser Dreier am Ende. Wir haben ja viel darüber gesprochen und die Jungs haben noch sehr, sehr viel andere Erinnerungen gehabt, ne? Waren das die Griechen, wie wir gegen die Griechen zurückgekommen sind? Was war das, Ja. Patrick? Viertelfinale? Ja, auf jeden Fall war es das entscheidende Überkreuzspiel, das wir schon gewinnen mussten. Ja. Genau, das Überkreuzspiel, das war ja super. Aber leider, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist, ist ja dieser Dreier, ne? Und ja, wir waren sehr jung, aber was auch hängen geblieben ist, dann danach, wie wir praktisch auch nach dem verlorenen Bronzemedaillenspiel gegen die Spanier dann im Hotel gesessen haben und halt natürlich enttäuscht gewesen sind, aber das auch gleichzeitig dann als Motivation genommen haben, ne, für die nächsten Turniere. Und das hat uns dann, glaube ich, gerade dann im nächsten Jahr 2002, daran haben wir uns erinnert, ne, an dieses verlorene Spiel gegen die Spanier, wo wir dann 2002 gegen Neuseeland um Bronze gespielt haben. Dann denke ich mal auch da das Spiel gewonnen haben, ne, weil wir halt diese Erfahrung gemacht haben. Deswegen, also auf der einen Seite negative Dinge, die hängen geblieben sind von 2001, was aber, glaube ich, ja, einen riesigen Anteil daran hatte, dass wir 2002 die Bronzemedaille gewinnen konnten. Ja, man muss ja sagen, ihr seid ja nicht in dieses Turnier gegangen und habt gesagt, ihr seid jetzt Medaillenkandidat. Insofern, also es war ja schon eine richtige Ansage, dass ihr 2001 überhaupt in dieser Flughöhe unterwegs gewesen seid. Und was ihr da für Teams teilweise geschlagen habt, ist ja echt rückblickend ja, einfach beeindruckend. 2002, das Interview habe ich nicht mit euch gemacht. Beim Lesen hatte ich den Eindruck, das war irgendwie so ein skurriles Turnier, weil ihr ja wochenlang im gleichen Hotel eingesperrt wart mit allen anderen Teams, richtig? Ja, ich hatte aber neulich mal zu Hause ein bisschen aufgeräumt und dann habe ich Artikel gefunden. 2002, da war eine Überschrift, ich glaube in der Süddeutschen oder so: Marco Pesic, wir fahren in die USA, um Weltmeister zu werden. Also, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Patrick. Ja, wir wollen Weltmeister werden. Naja, In all das seiner ist aber. Bescheidenheit. Klassischer Fischit. Genau. Na? Und okay, am Ende war es nur der dritte Platz. Aber das war auch so die Mentalität, ne? Also was wir halt aus 2001 mitgenommen haben, glaube ich, war halt ein Riesen, also Selbstbewusstsein und ja, Weltmeister war es nicht, aber immerhin, Bronze gewonnen. Ich wollte noch mal kurz, weil du das angesprochen hast, Jan, noch mal sagen, noch mal zu 2001 eine Sache sagen, mit Blick auf welchen Hype ihr da auch entfacht habt, so mit Blick auch auf die nächsten Jahre, was so Fanbasis angeht und mediale Aufmerksamkeit und so weiter. Und ich möchte jetzt kein Mitleid dafür haben. Ich komme aus Hagen und an dem Tag des Halbfinales. Und an dem Tag des Halbfinals war ich auf einer Hochzeit. Und ich kann mich an zwei Dinge bei dieser Hochzeit erinnern. Das erste war, dass dieser Alleinunterhalter, den das Brautpaar da organisiert hatte, so gut war, dass alle nach der Vorspeise schon auf der Tanzfläche standen und getanzt haben und die spontan aus dem à la carte Menü ein Buffet gemacht haben, weil sich niemand mehr für das Essen interessiert hat. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, dass wir irgendwann nur noch alle vorm Fernseher hingen und dieses Halbfinale geguckt haben. Inklusive Bräutigam übrigens. Scheint ja richtig gutes Essen gewesen zu sein. Und Ich würde sagen, die Drinks waren richtig gut vorher. Das glaube ich. Das war alles gut, das war alles gut an der Hochzeit. Aber wie gesagt, das war ja auch, das war wirklich, das hat ja wahnsinnig was ausgelöst, dieses Turnier. Auch um euch rum. Also das wird ja auch in dem Heft dann nochmal klar, mit Blick dann auch auf spätere Turniere, was es dann auch für einen Rummel gegeben hat. Plötzlich bei Vorbereitungsspielen, was da los geworden ist, los gewesen ist, und so weiter. Ja, also, wie habt ihr das erlebt? Jetzt, also da geht man, glaube ich, wieder zurück auf die Situation, in der man ist. Und man hat das, glaube ich, mitbekommen, dass mehr los war, aber es war jetzt nicht, also man hat das bestimmt genossen, würde ich erstmal behaupten, in der Retrospektive, aber ich glaube, es war uns auch nicht alles so bewusst. Ich glaube, mir wurde es bewusst 2003, als wir dann nach Schweden gefahren sind und auch die mediale Aufmerksamkeit da war, also keine Ahnung, öffentlich-rechtliches Fernsehen war da und
und das ja alles nicht so gut gelaufen ist, da wurde es mir bewusster, weil einfach, ja, da waren Fans, die mitgereist sind, das war wirklich also das volle Programm. Und dann natürlich der Ausgang des Turniers ganz und gar nicht gut. Aber da wurde es mir bewusster, dass das echt viel los ist. Und jetzt kommt das. Wir haben ja eure Erinnerungsfähigkeiten auf eine sehr harte Probe teilweise gestellt in den ganzen Gesprächen. Und hier kommt eine Frage von Kevin zum Halbfinale, wo er fragt, wenn er sich richtig erinnert, ist Dirk sehr, sehr schwer ins Spiel gekommen oder in die erste Halbzeit gekommen. Ich erinnere mich auch an ein paar vergebene Freiwürfe in der zweiten Halbzeit. Und die Frage ist, war das in der Halbzeit ein Thema, dass er nicht so richtig in Fahrt kommt? Also wir sind ja zu 2001 zurückgesprungen, ne? Ja, okay. Genau. Also ich glaube nicht, dass es ein Thema war. Also ich meine, das Spiel war Wahnsinn. Die Halle war voll und laut und wild und es war einfach eine tolle Kulisse zu spielen. Wir waren im Spiel, wir waren gut, ja. Also ich glaube nicht, dass das ein Thema war, dass Dirk jetzt noch besser ins Spiel kommen musste, weil, also muss man auch sagen, der kam schon ins Spiel. Also das war ja auch für ihn eine enorme Belastung körperlicher Art, ja, auch psychischer Art, einfach immer liefern zu wollen. Also er musste ja auch liefern, aber er wollte das ja auch immer. Und die Türken hatten eine super Mannschaft, die auch defensiv natürlich ihm erstmal versucht hat, alles zu machen, dass er nicht ins Spiel kommt. Aber ich kann mich nicht erinnern, vielleicht Steven bessere Erinnerung als ich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es da irgendwie ein Thema war, wir müssen jetzt Dirk besser ins Spiel kriegen, sondern das haben wahrscheinlich die Coaches dann unter sich irgendwie vielleicht mal thematisiert. Ne, jetzt direkt erinnere ich mich auch nicht daran. Also weil wir haben unser Spiel gemacht. Es war klar, also wo der Ball hin muss oder was die erste Scoring-Option ist. Aber jetzt, ich erinnere mich nicht daran, dass es ein großes Thema gewesen ist. Nee. Ansonsten muss man sagen, eure Erinnerungsfähigkeit in allen Ehren, also manche besser, manche weniger. Ich habe im Gespräch mit Mietern vor wenigen Wochen erst gelernt, was Basti offensichtlich schon länger weiß. Könnt ihr euch erinnern, wie das Spiel gegen Frankreich, durch das ihr überhaupt erst ins Halbfinale gegen die Türkei gekommen seid, wo dann Ademola diese Entscheidung getroffen hat, nicht zu faulen, wie ihr dieses Spiel gewonnen habt, die letzten 5 Sekunden? Puh. Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist... Ich hoffe, du sagst es uns gleich, weil... Hier steht es drin, ja. Ihr liegt 3 Punkte hinten, es sind wenige Sekunden zu spielen und ihr entscheidet euch beim Dreier nicht zu faulen. Stattdessen versucht Mieter den gegnerischen Spieler mit seinen 1,85, sage ich jetzt mal, beim Dreier zu blocken. Also Mieter oder der Gegner? Mieter versucht den Gegenspieler beim Dreier zu blocken. Es war für mich, hatte eine gewisse Poesie, dass ihr überhaupt erst in dieses Halbfinale gekommen seid, durch genau die gleiche Entscheidung, die dann im Endeffekt einem so in Erinnerung geblieben ist, weil es eben in dem Fall so in die Hose gegangen ist. Okay. Aber nur als kleines Faktoid am Rande, weil ich das so krass fand, dass ich mich da nicht dran erinnern konnte. Ja, also muss man auch sagen, ja, dass Ademola in der Situation nicht foult, sondern Defense spielt und wir in die Verlängerung gehen. Wenn du sagst, Dirk hat ein paar Freiwürfe vergeben, dann habe ich einen Korbleger vergeben, dann hat irgendjemand anders was gemacht, also was dann kumuliert in so eine Situation. Also insofern, das ist nicht die eine Situation, aber das ist natürlich die im Kopf bleibt. Genau. Ja. Wir waren eben schon 2003. Ich kann mich noch erinnern, das war unser erstes Jahr bei der Five und wir haben uns riesig drauf gefreut, mit euch gemeinsam durch dieses Turnier zu reisen sozusagen. Und wir haben gesagt, wenn wir ein bisschen auf die Kosten gucken müssen, wir fahren dann erst, wir schenken uns die Vorrunde, wir kommen erst für die... für die späteren Spiele, sodass Dre und ihr euch quasi in der Luft begegnet seid, glaube ich. Wie ist eure Erinnerung, ohne jetzt das ganze F nachzuerzählen, aber du hast gerade schon gesagt, man hat erstmal ein anderes Gefühl von Erwartungen und so weiter, von Hype gehabt und dann ist das Ganze ja super schnell entgleist.
Ja, ich glaube, der Sommer war schon ein bisschen durchzogen von Verletzungen, von Dingen, die nicht gut gelaufen sind in der Vorbereitung. Erwartungshaltung war natürlich trotzdem hoch, also unsere eigene natürlich an uns selbst und an das, was wir vielleicht schaffen können. Und wir wollten ja alle zu Olympia, zwei Olympische Spiele 2004 nach Athen. Ja, also wir hatten gedacht, so die ersten drei kann man schon anpeilen. Dass das dann so bitterst in die Hose gegangen ist, ja, in einem Spiel, wo du auch eigentlich führst gegen Italien und zeitweise alles im Griff hattest und dann das entscheidende Spiel dann am Ende noch abgibst, wie gesagt, Galander, der da, glaube ich, uns totgeschossen hat, Basile und sowas. Ich glaube, das war unglaublich bitter. Ja, also, glaube ich, eine der bittersten sportlichen Erfahrungen, die ich hatte. Erwachsene Männer in der Kabine, die Tränen vergießen, die nicht wissen gerade, wohin mit sich selbst. Und ja, also keiner hat wirklich verstanden, was da passiert ist. Am Ende war der leidtragende Deadmann, muss man auch sagen. Ja, also wir haben auf dem Feld nicht unseren Job gemacht und er ist derjenige, der dann nach Hause fahren musste. Ja, das hat unglaublich wehgetan. Und wenn ich drüber nachdenke, tut es immer noch weh, dass man das abgegeben hat. Aber ja, Dre im Flughafen, hast du gesagt, haben wir ihn getroffen? Hast du gesagt? Ich glaube, Dre und Sven sind in der Luft an euch vorbeigeflogen und waren dann halt für die Endrunde da mit ohne deutsche Beteiligung. Irgend so habe ich sie jetzt in Erinnerung. Die beste Überschrift im Heft Steven hat natürlich. übrigens dafür den wunderschönen Moment, Begriff geprägt in einem. Mein Internet hat jetzt gerade nicht funktioniert. Nee, Basti ist eingefroren. Ich glaube, Basti Basti ist ist eingefroren. eingefroren. Das ist Live-Fernsehen. Ich warte kurz, bis er wieder da ist. Während er nicht zuhört, kann ich ihn loben. Die beste Überschrift im ganzen Heft, Dead Man Walking, für dieses 2003er-Turnier. Oh Gott. Weil das ja für diejenigen, die es hier vielleicht nicht so präsent haben im Stream, das war ja tatsächlich dann die große Katastrophe dieses Turniers, in Anführungszeichen, dass es zu so einer Art Live-Rausschmiss von Detman kam, der so ein bisschen ungeplant wirkte. Oh Gott, jetzt fliegen hier die Avatare links und rechts rein. Schön, Steven, dass du noch da bist. Jetzt fliegen sie alle raus, ja, komisch. Ja, solange noch jemand da ist, mit dem ich reden kann, dann ist ja die halbe Miete. Wurde das diskutiert, diese Umstände des Rauswurfs von Henrik? Nee, das war ja damals auch, also gab es ja, sag ich mal, gab es ja nicht Internet, wo das jetzt alles so direkt verbreitet wurde, ja. Also man wusste dann, dass der Trainer gefeuert wurde, dass jemand Neues kommt. Aber das ist, wie gesagt, ist ja schon 20, ist das 20 Jahre her, genau, 20 oder 21 Jahre her. Und das war jetzt, glaube ich, nicht so groß Thema, wie es heute Thema sein würde. Ja. Also das war, sage ich mal, das waren die Vorteile, ne, von früher. Dass halt so, sage ich mal, viel, viel weniger ja, Interesse auch da war von außen. Das war jetzt aber die mediale Perspektive, ne? Also Patrick, für dich die Genau. Frage war, ob das irgendwie Thema war, diese sehr traurigen Umstände des Rauswurfs von Detman. Das war ja so eine, ja, so ein bisschen Übersprungshandlung, die ihr vielleicht auch besser erzählen könnt als ich, weil ich da nicht live dabei war. Aber war das irgendwie bei euch Thema, dass das dann ja doch irgendwie nicht außergewöhnlich hohen Stil hatte? Naja, ich meine, das ist ja immer so, sage ich mal, wenn ein Trainer rausgeschmissen wird, Nationalmannschaft oder im Club, dann, also bei Profis ist es dann ist es so, dass man natürlich, je nachdem, was es für ein Trainer war, bei uns war es jetzt ein Trainer, den wir, glaube ich, kann ich sagen, gemocht haben und der auch, ja, also sehr geschätzter Trainer war. Aber trotzdem, am Ende des Tages ist es dann immer so, dass bei Profis dann jeder sein eigenes Ding so macht. Also da ist nicht so viel Zeit für Gefühle, sage ich mal. Ja, sondern der geht weg. Ja, dann wird sicherlich der ein oder andere Spieler vielleicht mit dem Trainer nochmal gesprochen haben. Ja, scheiße, dass es so gelaufen ist. Aber jetzt ein Riesenthema wird dann nicht in der Mannschaft gemacht. Oder Patrick? Ich weiß nicht, also wie viele Trainerentlassungen du erlebt hast. Das ist jetzt so unter den Spielern nicht so dann immer so ein riesiges Thema, sondern es geht halt dann weiter. Ne, du bist Profi. Trainer ist weg,
Das ist schade, aber okay, let's do our job. Ja, aber natürlich die Art und Weise, wie das dann irgendwie vor allem in der Nacht noch kommuniziert wurde, war natürlich schon sehr schade. Also, dass Ja. man im Profi-Business sagt, okay, wir verändern uns in irgendeiner Form als Spieler, als Trainer, was auch immer, ja, das passiert. Ist oftmals sehr, sehr schade. Also bei Detmers war es sehr, sehr schade, dass das so passiert ist. Weil, wie Steve schon gesagt hat, wir haben den sehr geschätzt, wir haben das sehr genossen. Wir haben vielleicht auch gar nicht in dem Moment verstanden, was wir an Freiheiten hatten und dann Möglichkeiten hatten in dem Moment. Haben das vielleicht erst später realisiert. Aber natürlich, dass du da in der Lobby, dass dann so gesagt wird, ja, der ist raus, ich fand es schon einen harten Schnitt. Ja. Das hätte man auch anders machen können, aber wenn das einmal raus ist, das wisst ihr besser als ich, dann ist es raus. Ja. Dann kannst du sowas nicht mehr zurücknehmen und irgendwo hinrudern, sondern ja, dann ist so eine Situation, die entsteht, die man auch gar nicht mehr beeinflussen kann. Wisst ihr noch, wie der Übergang zu Dirk Bauermann dann war? Also wann habt ihr ihn quasi das erste Mal in seiner neuen Funktion kennengelernt oder war es dann wirklich erst in der Saisonvorbereitung, die er traditionell auch gerne in Mallorca begonnen hat? Puh. Also ich glaube, das war einfach dann, ja, dass der Trainer gewechselt wurde. Und dann irgendwann kamen waren es damals noch Briefe oder waren es schon E-Mails für Nationalmannschaft? Dann kamen Einladungen und dann 2003. waren Ich das überlege Briefe, gerade, ob wir Patrick, noch oder war es Quali-Spiele die? hatten. War das das letzte Jahr Quali-Spiele 2003 oder waren 2004 immer noch Quali-Spiele? Nee, 2004 haben wir nichts gemacht. Da waren ja Olympische Spiele und dann gab es ja eigentlich kein Endturnier am Ende im Sommer. Da Wahrscheinlich gab gab es es nur nur dieses Freundschaftsspiele, ne, Freundschaftsspiele 2003. gegen die Amis in Köln. Ah, 2004. stimmt. Okay, Ja, genau. ja, Das ich war glaube, das ging geil. dann erst Das im war nächsten alles, Sommer los, das war wenn ich das alles krass, richtig wirklich. erinnere. Ja, das Spiel war bitter. Das hätten wir auch gewinnen können, aber Allen Iverson Von der hatte was Mittellinie. dagegen. Ja. Ja. Der Arsch, ey. Wirklich, Ja, Almost, hier, almost. Dre hat die Frage hier schon reingelegt. Mir würden jetzt spontan keine einfallen, aber was waren die Unterschiede zwischen Coach Detmar und Coach Bauermann? Wie viel Zeit habt ihr? Bis auf Verlängerung gehen wahrscheinlich, ja. Ich glaube, die waren, also ich fange jetzt einfach an, Steven, du kannst mich ja dann berichtigen, das machst du, also wir sind ja noch und also Dettmann, wie gesagt, war schon sehr pädagogisch, er war, glaube ich, ja, jemand, der jetzt nicht die ganze Zeit ja, so diese Jugo-Schiene gefahren ist, auch nicht die amerikanische Schiene, er hatte so ein bisschen Züge von beidem, aber war schon jemand, der, wie gesagt, uns alle so mit ins Boot geholt hat, mit einer, ja, also es hat Weichheit, aber positiv belegt, ja, also mit so einer Art und Weise mit uns umzugehen, uns Freiheiten zu lassen und uns auch, also ich weiß noch, dass er immer, wenn ich irgendwie beim Supermarkt war, in meine Tüten reingeguckt hat, wenn wir mal in der Vorbereitung waren, um zu kontrollieren, was da drin ist, auf seine eigene Art und Weise trotzdem in irgendeiner Form kontrollierend, aber eben anders, als wir das gewohnt waren. Und Dirk ist ja so amerikanisch sozialisiert. Ich habe das auch am Freitag bei diesem tollen Event, wo wir uns alle gesehen haben, einmal kurz gesagt. Das ist ja jetzt nicht so weit weg von der Intensität wie jetzt die ex-jugoslawische Schiene, aber eben nochmal ein anderer Ansatz. Aber schon jemand, der mit sehr viel Intensität und Energie auch in so Trainingseinheiten gegangen ist, in Spielbesprechungen und. Das war, glaube ich, einfach nochmal, also anders, ne? Anders, intensiv, ja, schon jemand, der auch ein bisschen härter war als jetzt Detmann, ohne das jetzt, also das eine besser, das andere schlechter zu sehen, sondern beide hatten ihre Vorzüge und beide hatten ihren Weg, ja, und beide haben Erfolg mit diesem Weg gehabt. Und wir haben auch beide voll akzeptiert, muss man auch sagen. Ja, das ist ja auch immer super wichtig in so einer Gruppe, die nicht jeden Tag zusammen ist, sondern zusammenkommt und sich kennt oder manche kennenlernt.
Und wie Steven schon sagt, dann ist das natürlich auch, wenn er ein neuer Trainer ist, also kennt man ihn, ist ein sehr renommierter Trainer damals schon gewesen, super erfolgreich und wusste, was er tat und weiß immer noch, was er tut. Na, ich muss dich nicht korrigieren, Patrick. Also, beide Trainer haben am Ende die Ziele erreicht oder die Ziele waren klar, aber man ist halt zum Ziel vielleicht mit einem anderen Weg gekommen. Ja, ein bisschen halt verschiedene Ansätze. Ja, damals, vor 20 Jahren, wurde kritisiert, wie denn ein Trainer in der Auszeit die Spieler die Auszeit machen lassen kann. Ja, ich weiß, das war ja damals ein großes Thema auch in den Zeitungen, ne, dass Detmar, dass er, sag ich mal, sich in den Auszeiten ein bisschen zurückgezogen hat. Heute, sag ich mal, werden Trainer dafür gefeiert. Ja, wenn die NBA-Coaches die ersten 20 Sekunden zur Seite gehen und die Spieler die Auszeit machen, ja, dann sind das ganz, ganz, ganz große Trainer. Das hat Detmar schon vor 20 Jahren gemacht und wurde dafür ja, in die Hölle gejagt. Ne, was jetzt bei Bauermann zum Beispiel damals, das hätte der nie gemacht. Aber am Ende des Tages sind beide Methoden oder beide Arten des Teachings in die gleiche Richtung gegangen. Ihr Das ist ratet jetzt nicht. ein. Ihr ratet nicht, wer auch zuguckt. Offensichtlich. 5 Buchstaben. DIMMI. Und Dimmi schreibt, ihr habt gar nicht gemerkt, wie locker die Leine von Dettmann war. Zum Glück, zum Glück. Okay. Da braucht das Publikum jetzt wieder Kontext, wer Dimi ist, Ach so, für die Entschuldige, uns ja. selbst erklären, weil wir nichts anderes gemacht haben das letzte halbe Jahr, Basti. Na, Dimi kann ich auch sagen, war Ach einer, wie Adi Zah auch, einer, der sich nicht zu schade war, den ganzen Sommer einfach dafür zu opfern, um uns als Betreuer zu unterstützen. All die Kleinigkeiten zu machen, die ja super wichtig sind und die auch so Abläufe einfach perfekt zu halten. Das waren ja also Leute, die auch was anderes hätten machen können mit ihrem Sommer und auch vernünftige Karrieren haben. Aber Demi hat ein paar gute Jahre mit uns erlebt. Also wie gesagt, in Indianapolis gibt es legendäre Geschichten mit Demi. Und wahrscheinlich hat er recht, dass wir nicht wirklich wussten, wie lang die Leine war, aber vielleicht war es auch gut, dass wir es nicht wussten. Nicht, dass das jemand ausgenutzt hätte in irgendeiner Form, weil das glaube ich, haben wir nicht. Liebe Grüße, Demi, von uns auch. Und was man ja auch dazu sagen muss, wir haben ja für unser Heft nicht nur mit euch Spielern gesprochen. Und nicht nur mit den Trainern gesprochen, sondern wir haben ja auch mit sehr vielen Leuten aus dem Staff gesprochen. Also Dimi und Adi und anderen Physios, Ärzten und so weiter. Und die Anekdoten, und letztendlich ist es ja das geworden, ein 180 Seiten starkes Anekdotenfeuerwerk, die sind auch nicht so schlecht. Ja, die haben auch viel mit uns mitmachen müssen. Aber da muss man auch sagen, dass dieses Konstrukt mit Betreuer, mit Physios, mit Ärzten, das ganze Umfeld war einfach auch sehr gut gemacht und die richtigen Leute haben einfach da sind zusammengekommen und haben auch das voll mitgemacht. Ja? Also Basketballspieler sind, glaube ich, einfacher als jetzt Fußballer, behaupte ich einfach mal. Aber gerade im Sommer, ja, Detmar hat das mal schön gesagt, dass wir ein All-Star-Team sind sozusagen und jetzt müssen wir uns irgendwie zusammenfinden als Mannschaft. Aber das hat also ich bin natürlich jetzt ein bisschen verklärt, ne, weil jetzt bin ich alt aber das hat so einen Spaß gemacht, ja, und wir haben Physio rumgehangen haben und die haben uns an uns rumgewerkelt, die waren ja auch alles Koryphäen, ja, also sind ja alles Leute gewesen, die unfassbar gut waren. Und die haben uns dann ausgehalten und haben das dann mitgemacht und waren dann auch abends mal weg, wenn wir mal abends weggehen durften. Und also es war einfach eine perfekte Symbiose eigentlich. Wir haben die kleine Challenge, dass wir mit euch eigentlich ja über die ganze Zeit sprechen könnten, aber ja gleich auch noch andere von euren Teamkollegen mit dabei haben. Aber also mindestens bis 2005 müssen wir es ja schaffen, weil das, also für mich aus der Außenperspektive,
vielleicht der Höhepunkt von dieser ganzen Reise war? Oder vielleicht war es Olympia? Was würdet ihr darauf antworten? Also ich war Olympia nicht dabei. Ich Für dich ist war die Antwort Olympia nicht einfach, dabei. stimmt. Deswegen ist es ja für mich Ganz klar unvergleichbar. Silber. 2005 auf jeden Fall die Silbermedaille. Das war also Wahnsinn, das Größte, ne? Und wie gesagt, das realisiert man heute, ne? 20 Jahre danach noch viel, viel mehr als damals. Also auch da gibt es ja, sage ich mal, super Geschichten, was da los gewesen ist nach dem Spiel in der Kabine, wo wir erst enttäuscht gewesen sind. Und dann Bauermann reinkam und sagte: Ey Jungs, was ist hier los? Wir haben gerade Silber gewonnen. Ja, wir haben nicht Gold verloren, sondern wir haben Silber gewonnen. Und ja, wie gesagt, also bis heute oder gerade heute realisiert man das noch viel, viel mehr, was man da gewonnen hat oder erreicht hat. Ich weiß gar nicht, Steven, gerade weil das ja dann auch sehr viel Text ist, was wir geschrieben haben zu sehr vielen Turnieren, ob es diese Geschichte ins Heft geschafft hat. Ich glaube nicht, aber sie ist auf jeden Fall wert zu erzählen. Ich fange mal an und du erzählst sie weiter. Nach der Kabine, in der Ich wusste schon, was Kabine, kommt. nach dem Finale kommt der deutsche Botschafter in die Kabine rein, um euch zu gratulieren. Und Na, Roman war das. jetzt hast du ja schon die Pointe weggenommen. Oder eine Warte, Pointe. warte. Noch nicht, Ja, noch nicht, noch noch nicht. nicht, noch nicht. Das ist ja noch besser. Roman Maras behauptet bis heute steif und fest, der Botschafter wäre ihm in die Bierflasche gelaufen, aus Versehen. So. Und du hast ihn dann irgendwann nochmal getroffen. Wie war das nochmal? Genau, also ich habe dann damals in Berlin gewohnt, eine Wohnung in Nee, nee, Berlin nee. gehabt. Erzähl erst mal, was passiert ist mit der Bierflasche. Das ist ja vielleicht viel. Genau, also wir waren in der Kabine und haben dann da im Kreis gestanden und dann kam ein, ja, sag mal, älterer Herr mit Anzug und Krawatte kam rein und hat uns gratuliert zum Gewinn der Silbermedaille. Und während er seine Rede gehalten hat Robert Maras von hinten, ich kann sagen, dass er nicht in die Bierflasche reingelaufen ist, sondern Robert Maras hat von hinten mit der Flasche das Bier auf seinen Kopf geschüttet. Und dann war es, glaube ich, Mietert oder so, hat dann gefragt, irgendjemand meinte, wer ist denn das? Und dann hat ein anderer gesagt, ja, das ist der deutsche Botschafter hier in Belgrad. Ja, oh. Und dann meinte der Herr aber schon direkt, okay, das ist kein Problem. Und dann, glaube ich, ein, 2 Jahre später war ich in Berlin bei einer Eigentümerversammlung und da saß ein älterer Herr am Tisch und ich habe die, glaube ich, erste halbe Stunde gar nicht irgendwie zugehört, was da erzählt wurde, sondern ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich diesen Herrn, woher kenne ich diesen Herrn? Und dann danach habe ich ihn gefragt und dann ist mir auch eingefallen und dann meinte er, ja, die kennen mich von vor 2 Jahren aus Belgrad, ich war in der Kabine. Da meine ich nur, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann meinte er so, nee, nee, der Anzug, also den Anzug konnte ich wegschmeißen, aber ihr habt es nicht verdient. Also, das war unglaublich. Und wir sind sehr gut befreundet gewesen dann. Also war wirklich ja, eine sehr schöne Geschichte. Auch wenn es nicht ins Buch geschafft hat. Sicher. Ich glaube nicht. Patrick, würdest du sagen, war Silber für dich das Highlight oder Olympia oder auf Augenhöhe? Also wenn du am Ende was gewinnst, ne? Also jetzt die Bronzemedaille oder die Silbermedaille, ist das natürlich schon, also das Highlight, würde ich sagen. Zu Olympia zu fahren, also das konnte man, also konnte ich erst viel später irgendwie realisieren, was da passiert ist. Dann war meine Rolle auch eine andere als jetzt die Jahre vorher. Aber das war natürlich verrückt, dass wir plötzlich im olympischen Dorf sind und da ein Teil des Ganzen sind. Das ist ja schon nochmal was anderes, so also dass da die besten Sportler der ganzen Welt in all ihren Disziplinen in so einer riesen Mensa sitzen und Nudeln oder Joghurt oder Pizza oder Fast Food gab es da auch. Ich sag den Namen nicht, weil ihr kriegt ja kein Geld dafür. Aber vielleicht können wir mit Sponsoring arbeiten, aber also dass sie alle zusammen waren, das war schon so eine ganz verrückte und auch eine tolle Erfahrung. Aber am Ende was zu gewinnen, ist natürlich
ja, dass du was mit nach Hause nimmst. Und das ist auch, glaube ich, noch mal was anderes. Schön, dass du es jetzt sagst. Ich wollte dich gerade nicht, dir nicht ins Wort fallen, weil genau das war nämlich auch bei uns damals Thema in der Mannschaft. Was für einen Sportler mehr wert ist. Ja, eine Medaille zu gewinnen bei einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft oder eine Teilnahme bei Olympia. Und ich bin da genau mit Patrick. Also, wenn ich dann in den Schrank gucke und da hängt eine Medaille, für mich ist also was zu gewinnen auch mehr wert. Aber jetzt ohne Namen zu nennen, es gab wirklich zwei, drei Leute, die gesagt haben: Nee, Silber hier ist mir egal, für mich ist Olympia mehr wert. Interessant, also jeder, wie er meint, aber war für mich auch ein bisschen überraschend. Das ist ja irgendwie auch die Poesie, also das Coole für dieses Heft, muss man sagen, ne? Und die Poesie eurer Generation, auch wenn du, Steven, dann nicht dabei warst, dass eure Zeit gemeinschaftlich, für die meisten, du bist ja nochmal zurückgekommen, Patrick, mit diesem Erreichen von Olympia geendet hat. Nachdem ihr da 2003 in Schweden, haben wir eben schon drüber gesprochen, die Teilnahme nicht geschafft habt. Und das war ja sozusagen dann irgendwie so die eine Sache, die nicht geklappt hat und die am Ende dann endlich hingehauen hat. Deswegen fand ich das sehr schön, mit euch über dieses Turnier zu sprechen, weil man schon gespürt hat, welche Ehrerbietung für dieses Turnier da irgendwie bei euch allen mitschwingt. Die Anekdoten aus diesem olympischen Dorf, also ich will jetzt euch alle den Zuhörern hier nicht das ganze Heft nacherzählen, aber Die sollen es ja von dem, kaufen. ja, genau. Aber und wenn das nur Oder so versuchen sie Kleinigkeiten es sind. Wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie dass die Turnerinnen hochgehoben werden mussten, damit sie vom Salatbuffet was holen konnten oder so. Also es ist wirklich, war absolut augenöffnend für mich. es war, wie gesagt, also ich bin da, das waren unglaubliche Erfahrungen, diese Olympischen Spiele. Und muss man ja auch sagen, wir haben das 2000 nicht geschafft, wir haben das 2004 nicht geschafft. Und dass wir es 2008 dann endlich geschafft haben, über Bande mit diesem vorolympischen Turnier, ja, es war unglaublich, ja. Also es war unglaublich. Aber am Ende zu sagen, ich hab hier was für den Sommer, also ich habe eine Medaille und damit gehe ich nach Hause. Und wenn ich Glück habe, fragen mich meine Kinder noch, was da irgendwie Staubiges im Regal rumsteht. Ja, das hat, glaube ich, nochmal höheren Stellenwert. Das war tatsächlich, oh, da kommt noch eine Frage. Wie wurde die Einbringung von Cayman damals in der Mannschaft gesehen? Durchweg positiv oder gab es auch kritische Stimmen damals? Die Frage kommt erneut von Thomas Adler. Danke für die vielen Fragen. Und Wir haben es im Heft. die geht auf jeden Fall an Patrick. Patrick, wie war denn das mit Clemens? Wie fandest du das, dass der gekommen ist? Also ich fand's nicht so super, muss ich wirklich zugeben. War jetzt Schön nicht so gesagt. super begeistert, ja. Also am Ende, also der Typ war wirklich in Ordnung, der war eben ganz anders. Also es war wie so ein, ja, wie so ein Kind mit zu viel Geld bei Toys R Us. Also war so wirklich, aber ein Buchstäblich. unglaublicher Spieler, ja. Also so eine Kraft, die eigentlich so nicht vom Krafttraining oder vom irgendwas her kam, das war so eine, wir müssen sagen, so bäuerliche, ländliche Urkraft hatte der einfach. Ja, der war ein wirklich guter Spieler, hatte schon, glaube ich, auch damit zu kämpfen, dass er da in die Mannschaft zu integrieren war. Aber ich persönlich war natürlich, also da ich wusste, dass meine Spielzeit dann weniger wurde, die wurde ja dann eklatant weniger. Und muss man auch sagen, dass das Selbstverständnis ja für einen ist, wenn man da, dass man spielen will. Ja, und wir sind alles wie, das ist ein Kinderspiel, also einen Ball in den Korb zu werfen, das ist ein Spiel für, ja, für Kids. Ja, und auch wenn das auf hohem Niveau ist, mit einer unglaublichen Physis und Schnelligkeit und Athletik, jetzt nicht bei mir, sondern generell, ist das natürlich immer noch ein Kinderspiel und da sind sehr viele Emotionen auch manchmal im Spiel, die auch manchmal gar nicht richtig sind. Aber ja, ich fand das jetzt, ich war nicht super begeistert, aber wir sind bei Olympischen Spielen gelandet. Insofern sagen wahrscheinlich die Leute, dass das die Entscheidung erstmal okay war. Dann möchte ich nochmal im Namen der ehemaligen Five-Redaktion mich entschuldigen, weil wir waren, glaube ich, mit auslösend dafür, dass die Leute gecheckt haben, dass Chris Cayman deutsche Vorfahren hatte, durch irgendein Interview, was wir abgedruckt haben. Das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht gespoilert in unseren Interviews vorher. Ey, wenn ich das gewusst hätte, ne? Das Ich wollte gerade wäre sagen, kein. gut, gut, gut ersetzen.
Viel später. Also ich wiederum wollte sagen, dadurch, dass jetzt schon der Nächste hier quasi im Warteraum sitzt, zum einen nochmal vielen Dank, Jungs. Wir können sogar zu fünf. Der Dre macht ja hier Unmögliches möglich. Mieter, kannst du uns hören? Ich höre euch gut, ja. Sehr gut. Fantastisch. Ich wollte nämlich, und da muss ich ja gar nicht direkt verabschieden, ich wollte nämlich Patrick eine Sache sagen, was ich ganz großartig finde. Ich erinnere mich, dass wir, als wir über die Turniere gesprochen haben, haben wir irgendwann, ich glaube, es war im Zusammenhang mit der Tour nach Belgrad, wenn man das so nennen kann, haben wir über dieses PSP-Spiel gesprochen. Sokom heißt es, glaube ich, ne? Sokom, genau, was ihr mal gespielt habt. Mehr erzählen wir dazu nicht, weil das gibt's ja dann alles im Heft. Aber ich fand das total geil, dass bei dir im Hintergrund, ich meine, dass im Regal sogar noch gestanden hätte. Also du hast einfach nur hinter dich greifen müssen und sagen, hier, das war das übrigens. Dass du dich erinnerst. Und ich habe gedacht, normalerweise würden da jetzt Pokale stehen und bei dir steht dieses Spiel da im Schrank. Und dass jetzt unser Heft da steht, das finde ich ja mega. Das wollte ich noch sagen. Ja, Patrick, also ich bin eine halbe Stunde fertig. Ist hier die Geschichte. Dann spielen wir. Ja. Online? Können wir das online spielen heutzutage? Ist das so modern? Klaro. Eigentlich, weil ich sagen wollte, dass das mega Bock gemacht hat mit euch. Also ihr habt das richtig cool gemacht und habt uns auch viel reden lassen und uns offene Messer laufen lassen am Ende. Aber es hat mega Bock gemacht, muss ich einfach sagen, jetzt an dieser Stelle nochmal kurz. Bevor ihr mich doch eventuell irgendwann rausschmeißt. Ja, müssen wir ja noch nicht. Steffen Hamann ist ja noch angekündigt, ist allerdings, glaube ich, im Urlaub. Insofern ist das mit der WLAN-Verbindung, müssen wir mal schauen. Insofern, bis dahin können wir auch in der großen Runde bleiben. Ich gebe das natürlich sehr gerne zurück. Für uns war es eine Wahnsinnserfahrung, bei eurem Klassentreffen sozusagen wieder dabei zu sein. Weil man hatte schon den Eindruck, teilweise habt ihr euch sehr lange nicht gesprochen. Ich glaube, Mieter bei einem Turnier, als ich versucht habe, Patrick irgendwie ins Interview dazu zu holen, da haben du und Damont Green dann Kinderfotos auch miteinander ausgetauscht. Und ja, euch genau. Erzählt, wie alt die jetzt sind und so. Also wirklich eine sehr erhebende Erfahrung. Ich hatte mich gefragt, ich glaube, Sven Schulz hatte das erzählt, dass er jetzt ständig doofe Fragen von seinen Kindern beantworten muss über die Sachen, die in dem Heft drinstehen. Ist das bei euch auch so? Ich glaube, Sven muss mehr Fragen beantworten als alle anderen. Oder habt ihr das Heft von ihm ferngehalten? Ja, ich bin noch ein bisschen, ferngehalten habe ich nichts. Die kennen mich ja auch schon ein paar Jahre, aber meine Große ist gerade so ein bisschen in Abiturvorbereitung und die Kleine hat sich's angeguckt, aber hat es noch nicht durchgelesen. Insofern, aber da werden bestimmt Fragen kommen. Mieter, wie ist bei dir? Ich musste mein Heft, ich habe mich total gefreut, dass ich das bekommen habe, aber meine Mutter war gerade da. Und sie hat angefangen, da drin rumzublättern, hat dann irgendwie die Seite, jetzt festhalten, die Seite von Adomola gesehen und hatte dann Tränen in den Augen, hat das Heft wieder zugemacht und dann hat sie das Heft mitgenommen. Und ich habe mich jetzt noch nicht getraut zu fragen, ob ich das vielleicht auch mal reingucken darf. Ich habe aber gleich noch zwei neue bestellt, also irgendwann gucke ich hoffentlich auch rein. Vorbildlich, Mieter. Sag doch einfach was, du musst doch nicht. Ach. Wer weiß, wie lange es die noch gibt, ne? Ist ja richtig heiße, heiße Ware, soll das sein. Also als hätten wir es abgesprochen. Haben wir nicht, aber ihr macht das fantastisch. Besser, als ich je gesagt hätte. Vielleicht, da wir euch jetzt hier in der großen Runde haben, bevor wir jetzt gleich wieder in die Turniere einsteigen, wir haben ja sehr viel Video auch zusammengeguckt, was heute leider nicht geht, sonst hätten wir jetzt hier gemeinsam irgendwelche Videos angeguckt, aber wir würden dann, glaube ich, in irgendwelchen Livestream-Portalen abgestraft, wenn wir da copyrighteten Content gemeinsam gucken würden. Aber das war ja zu dem Zeitpunkt auch schon 20 Jahre her, was ihr dann da gesehen habt. Ich weiß jetzt nicht, wie regelmäßig ihr euch selber auf YouTube Videos von früher angeguckt habt. Gibt es da irgendwas, was euch überrascht hat in die eine oder andere Richtung? Also ich mache mal eine Vorlage, boah, war ich früher athletisch oder mein Gott, haben wir oft den Ball weggeworfen in Spiel XY? Yeah.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich dachte, ich hätte ein ganz gutes Gedächtnis bei vielen Dingen. Aber wie viele Dinge man dann irgendwie vergisst, also sowohl positive als auch negative, hat mich sehr überrascht. Aber was mich am allermeisten überrascht hat, ist, dass Steven, ja, der hat ein Gedächtnis, das ist ja unfassbar. Also in diesen Das ganzen stimmt. Gesprächen, der hat Sachen rausgeholt, da wäre ich niemals drauf gekommen. Wirklich Respekt, Steven. Ich glaube, du hast Tagebuch geführt. Irgendwann so in 20 Jahren holst du das raus. Und dann, ja. Na, für mich waren, also ja, danke für das Lob, aber gedächtnismäßig, was ich ja immer gedacht habe, wo ich ja voll auf dem Holzweg war, dass wir gegen die Griechen immer gewonnen haben. Ne? Das war ja, Haben wir doch. was ich Hä? dachte. Haben wir doch. Ne? Dass wir gegen die Griechen immer gewonnen haben. Und das andere, als wir dann zusammen das Video geguckt hatten gegen Argentinien, glaube ich, das Halbfinale bei der Weltmeisterschaft, wie nah wir dran gewesen sind. Dass am Ende, glaube ich, Ademola den Korbleger hatte oder den Dank. War da ein Dank oder ein Korbleger, der daneben war? Und Na, wir vorne gewesen Dankversuch und sind. er wurde dann von dem Dankversuch, ja. Rothaarigen geblockt. Genau. Ne? Dass wir halt eigentlich schon relativ nah dran gewesen sind, ins Finale zu kommen. Und das war auch komplett weg. Und da waren dann wiederum die guten Erinnerungen, ne? Dass wir halt Bronze gewonnen haben. So, ja, ist viel hängen geblieben. Aber wie gesagt, das eine oder andere war dann doch überraschend. Aber trotzdem, danke, Mithat. Ja, also das muss ich von außen auch sagen, So ein sehr Gefühl, so interessant. ein Gefühl von Ja. mir, Entschuldige, das war auch so ein Gefühl von mir, dass das auch so ein bisschen diese vielen Gespräche ausgezeichnet hat, dass ihr euch gegenseitig die Erinnerungen aufgefrischt habt und dass so ganz viel, was möglicherweise so über die Zeit dann irgendwie verschwimmt oder nicht mehr so ganz klar ist, dann nochmal zurückkommt. Und das war total cool, das so mitzuerleben. Also auch welche Stimmung dadurch entstanden ist oder so diese Momente so mitzuerleben, wenn Jungs von euch dann wieder an Sachen erinnert habt und dann dieses so, ach ja, stimmt, und hatte ich ja schon fast vergessen, und das war immer sehr schön. Das war cool, so da auch so dabei zu sein. Ich glaube, es war für uns auch cool, weil ja viele Dinge, also wie Steven sich daran nicht mehr erinnern konnte, ja, wurde vor allem Erinnerungen aufgefrischt. Und was ich auch cool fand, dass man so, wenn man reflektiert, irgendwie mit den Leuten gesprochen hat, ich nehme jetzt mal Robert Garrett zum Beispiel als Beispiel, auch so seine Gefühlswelt auch so ein bisschen nochmal breiter dargelegt bekommen hat. Ja? Und das, also mir, das fand ich. Ja, weil die Erinnerung ja immer verklärt, fand ich sehr romantisch und sehr schön. Wir haben das im Heft auch ein bisschen besprochen, dass ihr ja, kann man glaube ich sagen, einerseits glaube ich, korrigiert mich bitte, das total beeindruckend oder auch irgendwie cool fandet, dass ihr mit Dirk so einen absoluten Ausnahmespieler an der Seite hattet, aber dass das für Einzelne natürlich auch gewisse Härten bedeutet hat. Also was Spielanteile angeht, was offensive Chancen angeht, was die Presse Anfragen angeht. Basti hatte zum Beispiel, als wir Dirk interviewt haben für dieses Heft, den höchstrichterlichen Auftrag von Robert zu fragen: Herr Nowitzki, Sie sind ja Zimmernachbar von Robert Garrett, wie ist der denn so privat? Weil Robert halt diese Frage wahrscheinlich 840.000 Mal beantworten musste über Dirk. Was ich irgendwie sehr charmant fand. Patrick, du warst ja Kapitän. Gab es da manchmal irgendwie Bedarf, Egos zu streicheln, oder hat sich das alles selbst reguliert in diesem Team, dadurch, dass ihr irgendwie alle so Kumpels waren? Naja, es ist ja dann auch also wenn du Dirk vor der Nase hast und dann auf dem Power Forward spielen musst, dann ist es natürlich echt schwer. Also wie Sven Schulze zum Beispiel oder Jan Jagler oder Stipo Babic und so, da waren einfach viel weniger Minuten einfach da, ja. Und oder kaum Minuten manchmal auch. Und das war, glaube ich, nicht immer so leicht, weil die Leute natürlich kommen und auch versuchen, ihren Beitrag zu leisten. Da ging es, glaube ich, weniger um sich selbst irgendwie in Szene zu setzen, sondern eigentlich Teil des Ganzen zu sein und ihren Beitrag zu leisten. Und das war schon für den einen oder anderen schwierig. Ja. Und muss man auch sagen, dass also dass Trainer ja auch teilweise auf der Position dann
jüngere Spieler mitgenommen haben. Ja, und also einfach, dass es auch weniger Reibungspunkte geben könnte, sage ich mal. Ja. Das hat auch nicht immer super geklappt, aber am Ende, glaube ich, hat das schon funktioniert in irgendeiner Form. Wir haben uns, Basti, ich stelle reflexartig immer Fragen, damit hier keine Pausen entstehen, aber wir sind eben bei 2005 stehen geblieben und haben uns dann sozusagen selbst überholt und angefangen, über Olympia zu sprechen. Und jetzt, wo wir dich mit dabei haben, Mieter, so, was ist deine erste Erinnerung, wenn du an dieses Turnier 2005 denkst? Ich war ja 2005 mit Patrick auf einem Zimmer und da hatten wir eine schöne Vorrunde. Wie hieß nochmal die Stadt? In Wirschatz. In Wirschatz, genau. Und war klassisch, alle Mannschaften in einem Hotel. Es gab, glaube ich, auch nur das eine. Und ich lag eher auf der Fensterseite, Patrick auf der Seite, wo der Eingang ist. Ist ja eigentlich kein Problem, sollte man sagen. Ne? Ich musste aber jedes Mal, wenn ich auf Toilette oder irgendwie rausgehen wollte, musste ich über Patricks Beine, die aus dem Bett herausragten und einfach mal an der Wand dran waren. Ne? Also so groß war das Zimmer. Und dieses Zimmer, also allein Patrick da zu sehen. Und dann hing so wie so einen halben Meter über mir, war so ein kleiner Fernseher, das war mehr so ein Monitor. Da hatte Patrick seinen tragbaren DVD-Player mit. Und wir haben, Patrick, welchen Film 20 Mal geguckt. Das ist ein lustiger Film. Aber, ja, also auf jeden Fall, das war einfach, ich weiß gar nicht, also Plattfuß in Afrika. Also, sagen wir mal so, das ist eine DVD dabei. Ja, ein oder zwei. Damals, ich meine, allein dieser tragbare DVD-Player, das war schon, wo hattest du den her? Wo hast du den bekommen? Den gab es doch noch gar nicht. Ich habe den aus der Zukunft geholt. Und allein diese Bedingungen dort, die waren nicht einfach. Ne? Und bei uns war das aber so, wir hatten ja auch so viele Verletzte vorher. Ich glaube, Patrick und ich hatten selbst OPs kurz vor der EM. Ja. Und eigentlich lief alles gegen uns so, ne, vor dem Turnier. Aber irgendwie bei dem Turnier, dann lief es auf einmal irgendwie. Also wir sind da so eine Einheit dann irgendwie so als so eine noch weiter enger zusammengewachsen. Auf einmal standen wir im Finale. Das war echt krass. Krasses Turnier. Na, was wir gemacht haben, wir haben SOCOM Navy Seals gespielt, nochmal den Bogen zurückzuspannen hier. Ja. Mit irgendwie zu vielen Leuten auf zu wenig Quadratmeter mit zu wenig Sauerstoff. Da haben wir uns wirklich hervorgetan. Okay, also dann müssen wir es vielleicht jetzt doch ausführlicher erzählen, als wir es eben aktiviert haben. Also was war SOCOM Navy Seals? Warum hat das, wir haben ja in dem Heft tatsächlich einen Zimmerplan drin, wer wo mit wem in welchem Jahr im Zimmer gelegen hat. Und ab 2005 wimmelt es in diesen Zimmern vor PlayStation Portables. Aufgrund der Geschichten, die ihr über dieses Spiel erzählt habt. Aber bitte weit die restlichen knapp 100 Leute, die hier zugucken, ein. Ich weiß nicht, Mieter, ich glaube, du warst der absolute Held in diesem Spiel. Dann fangen wir bei dir mal an. Nee, ich bin eigentlich nicht so ein Computerspiel. Mir ist das immer total langweilig gewesen, schon in der Kindheit. Aber dieses Spiel, das war halt so ein... Steven, du kennst dich besser aus. Wie nennt man solche Spiele? Puh, Ego-Shooter? Ja, sowas in der Richtung. Aber man konnte als Team gegen andere Leute spielen halt. Ne? Und damals konnte man nicht online gegen andere irgendwo anders spielen, sondern musste irgendwie über WLAN verbunden sein mit diesen Playstations. Genau. Ja, und die Wahnsinnigen, irgendeiner hatte so eine Playstation, das fanden wir natürlich total geil. Wahrscheinlich war das Münster in der Vorbereitung. Dann sind wir halt einen Tag vor Abflug sind wir, damals gab es noch Karstadt, zu Karstadt gegangen, haben uns einfach mal 10 so eine Teile gekauft. Und dieses Spiel, das haben wir überall gespielt. Also immer dann mindestens 5 gegen 5, 4 gegen 4. Man konnte sich wiederbeleben, man musste irgendwie Fahnen erobern und so. Und das war einfach so geil. Wir haben Nächte durchgespielt. Das war einfach, also war so eine Spannung, ja. Und hat aber echt richtig Bock gemacht. Und das war auch jeder das, gegen jeden, oder? Und dann, oder? Oh ja, da gab es auch noch jeder gegen jeden. Das waren die wildesten Spiele.
die Jugendlichen, wenn jetzt gerade welche zucken, lachen sich natürlich kaputt. Das waren früher andere Zeiten. Das war geisteskrank für uns, dass wir das gegeneinander machen konnten. Ja, und dann waren wir im Flugzeug und haben im Flugzeug auch gespielt, war illegal. Dann haben wir auf einmal rumgeschrien, keiner hat verstanden, warum. Also das war schon echt, das war schon echt cool. Und ich erinnere mich auch Nee, sag du erst bitte. Nee, wir hatten auch natürlich eine analoge Zeit. Wir haben ganz altmodisch nicht Mau Mau, sondern Uno haben wir gespielt, so mit verschärften Regeln. Das haben wir gar nicht so viel erwähnt, aber also ich kann mich erinnern, das haben wir auch Nächte durchgespielt. Das hat Dirk erzählt, dass ihr auf dem Hotelflur gesessen habt, weil die Zimmer zu klein waren. Ja, genau. Ja, damals waren die Zimmer kleiner, ja. Ich wollte euren Redefluss nicht unterbrechen, aber Steven hat uns schon vor ganz langer Zeit im Chat gesagt, dass er eigentlich gehen muss. Deswegen wollte ich dir die Gelegenheit geben, auszubauen. Ganz charmant. Nee, wie gesagt, vielen Dank. Also vielen Dank. Ich habe noch ein, zwei Dinge zu erledigen. Ja. Wie immer war sehr schön, mit euch zu reden. Und ich kann es, wie gesagt, also nochmal sagen, ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten gesprochen wegen dem Buch. Und viele wissen davon nicht, dass es das gibt. Ne? Und die es dann im Nachhinein bestellt haben, sind alle beeindruckt. Und wie gesagt, also wenn jetzt jemand hier noch zuguckt und es noch nicht hat, definitiv. Also klare Kaufempfehlung, wenn man Basketballfan ist und vielleicht auch in der Zeit gewesen ist oder ein bisschen was aus der alten Zeit mitbekommen möchte, kaufen. Ganz einfach. Ich glaube, dass es gar keine mehr gibt, oder? Ich schwöre, wir haben das nicht abgesprochen, YouTube Deutschland und Twitch. Aber ja, ich glaube, so eine Handvoll haben wir noch, also meins hier. Ja, also vielen Dank, Steven. Also vielen Dank. Würde ich mich kurz für 2 Minuten entschuldigen und würde wieder reinkommen, wenn das okay ist. Ja, das kriegen wir hin. Dann hat der Dre auch was zu tun, der im Hintergrund die Kamera managt. Nee, ich bleib drin, ich gehe nur kurz. Also. Achso, alles klar. Also vielen Dank. Vielen Dank. Und ich kann mich dann nur wiederholen, auch danke dafür, dass du uns im Hintergrund super oft geholfen hast, Runden nochmal zusammenzubringen, Jungs dazu zu motivieren, doch dazu zu kommen. Und ohne dich wäre es nicht ganz so leicht gewesen, wie es dann am Ende war. Ja. Okay. Es ist so. Ehre, wie es immer gehört. Vielen Dank. Mithat, bis dann, ja? Steven, ich brauche noch Zeugen, warte. Steven, hörst du noch? Screenshot? Du, wir kommen nach Budapest, ja, ne? Weißt du? Wir kommen nach Budapest. Sehr gerne. Brauchte Zeugen dafür. Wie wir Freitag abgesprochen haben. Freitag? Weiß ich nicht mehr. Ja, deswegen habe ich es ja jetzt unter Zeugen nochmal wiederholt. Okay. Es fühlt sich an wie unsere Interviews. Es ist exakt so. Und möglicherweise bekommt dann der eine oder andere auch ein bisschen Eindruck davon, was es am Ende bedeutet hat, all das nach, weiß ich nicht, wie viele Stunden Audiomaterial wir hatten, einigermaßen so zusammenzusortieren, dass das auch in einer sinnvollen Geschichte dann geendet ist. Aber weil wir es gerade angesprochen haben, Mithat, und ich glaube, das Beispiel aus Belgrad und Sokrum ist ein ganz fantastisches Beispiel. Und ich erinnere mich, dass du das auch immer wieder auch betont hast, wie sehr euch diese Art von Zusammenhalt und dieses Teamsein, was sich auch darin ausgedrückt hat, nächtelang dieses Spiel zu spielen, wo wir gleich mit Patrick nochmal reden müssen, wie seine Rolle denn bei diesem Spiel war, wie sehr euch das auch von anderen Mannschaften unterschieden hat. Richtig? Ja, also ich glaube, das sind ja nur Beispiele dafür, dass wir echt, also viel Zeit miteinander, auch außerhalb des Trainings und dieser ganzen Essenszeiten, einfach viel Zeit miteinander verbracht haben. Und das war natürlich jetzt nicht nur Zocken, das war nicht nur Kartenspielen, sondern ich meine, wir haben einen Film zusammengeguckt auf dem Zimmer. Ja? Also wer würde das denn heute noch machen? Zu 10 auf so einem Mini-Zimmer einen Film gucken? Oder sind gemeinsam ins Kino gegangen, einfach so. Ne? Also wir haben wirklich sehr, sehr viel uns ausgetauscht. Und am Ende, das ist mir am Freitag nochmal klar geworden,
Jetzt einige, die ich jetzt lange nicht gesehen hatte oder auch aufgrund der Entfernung jetzt nicht so viel Kontakt hatte. Man spürt sofort so eine Nähe und es sind echt so Freundschaften einfach entstanden. Das waren nicht nur jetzt Spielkameraden oder so, sondern das sind Freundschaften und man sieht sich echt gerne. Da kann ich gar keinen irgendwie so ausklammern oder so. Jetzt, wo Patrick wieder Ja, da das. ist, ja, wo du wieder da bist, wie würdest du denn deine Rolle bei diesem SOCOM-Spiel beschreiben? Also so eine typische Situation, wie Patrick SOCOM gespielt Patrick, muss ich noch dazu sagen, ist der Einzige mit Bundeswehrerfahrung, ne? Der Funker. Also der hatte einfach strategische Vorteile. Und gerade bei diesem Wiederbeleben, ja, da hat er einfach Tricks drauf. Also ich habe gern mit Patrick nicht nur SOCOM zusammengespielt, sondern auch viele andere Sachen. Oh Gott, ey. Das, ja, ich eigentlich technisch Also ich erinnere rudimentär mich, talentiert. dass ich in diesem einen Call zu Belgrad alle wahnsinnig darüber aufgeregt haben, als wäre das irgendwie gestern gewesen, wahnsinnig aufgeregt haben, dass Patrick in dem Spiel derjenige war, der 5 Stunden lang irgendwo im hohen Gras lag, während alle sich irgendwie abgemüht haben, sich gegenseitig platt zu machen und der dann ganz am Ende aufgetaucht ist. Die Bundeswehr-Erfahrung hat mir sehr geholfen beim Spiel. Also, ich glaube, das stimmt nicht. Das ist immer noch üble Nachrede, aber ich habe versucht, mich schon anzuschleichen und das so ein bisschen meine Talente, meine Stealthy-Talente, dass man mich nicht sieht, mal ein bisschen auch aufs Spiel zu projizieren. Entschuldigung. Um die Kurve zum Sportlichen wieder zu kriegen, du hast ja gerade schon von UNO erzählt und von diesen sehr beengten Verhältnissen in der Vorbereitung und dann vor Ort. Kannst du noch ein bisschen was überzählen? Ich erinnere mich, dass das Thema, dass Slowenien als Gegner in mehreren Turnieren zur Sprache gekommen ist, wegen eines bestimmten Zitats, das glaube ich 2005 gefallen ist, als ihr sozusagen auf die Slowenen getroffen seid. Mieter, ich glaube, das Zitat ist von dir, insofern gebe ich dir gerne das Mikro. Ja, erstmal hatten wir die Türken als Gegner und das war ja auch so ein eigentlich unangenehmes Spiel. Die dachten, die spielen ganz hart gegen Dirk und der ist ja völlig dann durchgedreht. In der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, mit 30 Punkten oder so gewonnen. Ja, und dann kam es zu diesem Spiel gegen die Slowenen. Basti, habe ich das jetzt richtig in Erinnerung gehabt? Ne? Über Kreuz gegen die Türken und dann passt doch. Ja. Und ja, dann kamen die Slowenen. Die Slowenen waren mit einer der Geheimfavoriten in Belgrad, natürlich auch ganz viele Fans durch die Nähe. Und ich weiß nicht, ob es in der Zeitung stand oder das irgendjemand gesagt hat. Auf jeden Fall haben wir das aufgeschnappt. Jetzt geht es gegen die Handballer aus Deutschland. Ne? Und das war natürlich für uns super in unserer Situation. Ja, gegen die waren wir besonders motiviert. Und mir kommen die slowenischen Spieler durcheinander, ob ihr da deutlich gewonnen habt, aber das war ja ein hochdekoriertes Team mit, wie heißen sie alle, Smodis und Nesterovic und Sanebicirovic und Nachbar Lakovic war noch und in der Mannschaft, Lakovic. Nachbar war da, also alles so NBA oder Euroleague-Spieler. Und dann, ich glaube, das letzte Mal, dass ihr gegen Spanien gewonnen habt. Wir haben bei späteren Turnieren immer darüber gesprochen, das haben sie euch nie verziehen, dass ihr 2005 gegen Spanien gewonnen habt. Ich glaube, wir haben sogar einen O-Ton-Mieter von dir benutzt, wo du dich ein bisschen gefreut hast über die betretenen Gesichter der Spanier im Hotel im Anschluss an dieses Halbfinale. Oh, die Gesichter hat er bestimmt gesagt. Das war unser Lieblingsspruch. Lange Gesichter bei den Spaniern. Jetzt sind wir ja immer total tief in der Materie, aber für die Leute, die jetzt nicht gestern erst sich dieses Halbfinale 2005 angeguckt haben, könnt ihr sie ein bisschen wieder reinholen in die Situation Spanien? Was war das für eine Mannschaft und wie habt ihr dieses Ding dann gewonnen? Weiß ich, Mietert. Also Spanien war ja absolute Topmannschaft, nicht nur da ab 2001, das war eine Generation, die so Jahrgang 80, 79 so und jünger, die schon, glaube ich, bei den Junioren Weltmeister waren und über Jahre zusammen waren. Und es waren absolute Ausnahmespieler. Die haben, so wie die Italiener Fußball gespielt haben, ne, so haben die halt Basketball gespielt. Viele kleinste Kontakte wurden wirklich
in einer schauspielerischen Exzellenz gezeigt und es war sehr schwer, gegen die zu spielen. Sie waren aber auch sehr talentiert, die haben jetzt nicht nur geschauspielert und ja, wir haben das ein oder andere Mal nicht so gut ausgesehen gegen die Spanier, aber 2005 waren sie dann soweit. Und es waren immer packende Duelle mit Gasol und Dirk sowieso. Und wir haben halt alle auch versucht, unseren Teil dazu beizutragen. Aber das war auch ein sensationelles Spiel mit diesem unglaublichen Wurf von Dirk am Ende. Wie wir, glaube ich, auch im Trailer verarbeitet haben, ne? Dieser Pump Fake gegen Gabokossa und dann haut er das Ding rein. Ist man zu dem Zeitpunkt noch von der eigenen Qualität überrascht? Also weil ihr ja eigentlich selten die Top-Favoriten wart in so einem Turnier, wo alle gedacht haben, also ohne die Medaillen, ohne die Deutschen, das geht auf keinen Fall. Oder war das cool, aber jetzt irgendwie auch nicht die Riesenüberraschung, dass ihr Spanien erschlagt? Ja, ich frage mal, ich gucke mal Patrick fragen dann. Also es war eine krasse Mannschaft, die Spanier. Also Gasol, Garbajosa, Calderón war noch dabei. Hat Ricky gespielt? Rubio, glaube ich, auch. Hä? Oder war der verletzt in dem Jahr? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, es war schon eine wirklich richtig gute Mannschaft. Aber auch da haben wir, glaube ich, gar nicht so drüber nachgedacht, ob die jetzt so alle so super sind. Oder ob wir eine Chance haben oder ob wir dazugehören, sondern so motiviert. Und dieses Slowenien-Spiel hat, glaube ich, auch geholfen in unserem Selbstverständnis. Und das war, glaube ich, ein Fernsehinterview, in dem jemand gesagt hat, wir gehen gegen die deutschen Handballer. Und das hatten wir halt zum Glück mit Marco und Maras und so, hatten wir ja so ein paar Leute, die der Sprache mächtig waren und die haben das dann für uns übersetzt. Ah, okay. Das hat Wahrscheinlich hätte sich geholfen. das Marco ausgedacht, kann auch sein, aber es war geil. Egal. Egal. aber dass man gegen die Spanier so spielte, wie gespielt haben, war, glaube ich, auch so ein Verlauf des Turniers. Also am Anfang sind wir reingegangen und da wusste man nicht, wo die Reise hingeht. Und wir haben uns, glaube ich, im ganzen Turnier gesteigert, als Mannschaft gesteigert, auch wenn immer einer nee, keinen guten Tag hat, ist irgendjemand eingesprungen, hat es irgendwie erledigt. Dirk, ein krasses Turnier gespielt. Und ich würde immer noch behaupten, dass wir es verdient gewonnen haben, das Spiel. Ich habe hier eine Frage. Also erstmal hallo Jan, Hi. der hier mit dazugekommen ist. Ich habe hier eine unabgesprochene Frage von A. Vogt aus Wolfsburg, der fragt, es gibt das Gerücht, dass ihr den Spaniern nach dem Silbergewinn das Frühstück weggegessen hättet. Und ob die Geschichte Ja. stimmt und falls ja, warum? Na, wir waren dann nachdem wir die Silbermedaille gewonnen haben, waren wir abends. Haben uns einen schönen Abend gemacht, sag ich mal. Einen sehr, sehr, sehr langen, schönen Abend. Und wie es so nach so einem langen, schönen Abend ist, das kennen wahrscheinlich die meisten, ist man auch hungrig, ne? Und dann kamen wir ins Hotel und da war Frühstück bereitet. Und das haben wir, glaube ich, da war nichts mehr übrig, als wir da fertig waren. Wie so ein Schwarm Heuschrecken sind wir darüber gegangen. Und dann kamen die Spanier und dann gab es nichts mehr. Ja, die Geschichte hat es leider nicht ins Heft geschafft. Da hätten wir andere nicht ausreichend eingebunden. Da haben wir, glaube ich, sogar Tatsache, noch den Tatsache. Bus, einen Busfahrer bestochen, dass er uns von dem Club, in dem wir uns befunden haben, noch mit zurück zum Hotel fährt. Okay. Andere Geschichte ins Heft geschafft, die wir jetzt nur anteasern, nämlich auch von der legendären Party nach dem Belgrad-Finale auf dem Boot in Belgrad. Und ich sage nur das Stichwort Pistole und alles andere erfährt man, wenn man sich dieses Heft kauft. Ja, ganz genau. Ich glaube, für Ältere, also für Zuschauende, die hier öfter bei Dre reinhören, das ist, glaube ich, auch der Abend, wo er für sich in Anspruch nimmt, dass er Pau Gasol das Leben gerettet hat, weil der, glaube ich, auf dem Boot in leichter Schräglage auf so einem scherbenbedeckten Fußboden umgekippt wäre, wenn André ihn nicht gefangen hätte. Ich Da muss ich mich kurz war einschalten. Das war ein paar Tage vorher. Ich war zwar auch an dem Abend auf dieser Party-Plattform und ich habe auch alles gesehen, was da passiert ist. Es gibt auch noch eine andere Geschichte, die ich nicht bestätigt bekommen habe. Obwohl, jetzt, wenn wir zusammen sind, kann ich es ja kurz reinrufen. Mich sieht ja auch keiner. Und zwar stimmt das, dass zwei Journalisten mitgefahren sind auf dem Weg zurück ins Spielerhotel, nämlich Markus Krawinkel
und Sarah Beckmann, die heute anders heißt, deswegen kann man das glaube ich auch sagen. Und das ein nicht näher genannte NBA-Profi, dann Sarah Beckmanns lange blonde Haare an dem Bussitz festgeknotet hat. Kann das jemand bestätigen von euch? Das ist so eine gute Geschichte, die bestätigen wir einfach. So, nee, das, mehr wollte ich gar nicht einwerfen. Ich habe meine Fröhlichkeit getan. Ja, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, die Geschichte. Ja, okay. Vielleicht ist sie auch nicht wahr, aber ich habe das mal gehört und ich dachte, es wäre der richtige Rahmen. Um mal Jan mit in die Runde zu holen. Du bist ja zu einem Zeitpunkt in diese Mannschaft gestoßen und das ist ein Eindruck, den wir sehr, sehr schnell bekommen haben. Während dieser vielen Interviews, die wir geführt haben, die ja schon so einige Klassenfahrten hinter sich hatten. Und da gab es eine ganz spezielle Stimmung und ganz spezielle Rollen und so einen ganz, naja, speziellen Spirit, wenn man so will. Wie war das in so einer Gruppe, die, wir haben das irgendwie, glaube ich, in dem Vorwort geschrieben, wenn, also die Bronze in Indianapolis geholt hat, Silber in Belgrad und Gold im Quatsch machen, wie war das da reinzukommen? Ja, also zum einen kannte ich natürlich die meisten Jungs schon auch relativ lange. Dann war ich ja auch eigentlich seit 2003 eigentlich schon so ein bisschen immer mit dabei, auch wenn ich nicht unbedingt dann vielleicht im finalen Kader mit dabei war. Also selbst in so einer Saison, wo dann das Belgrad-Turnier war, war ich lange Zeit vorher schon dabei. Also es war jetzt nicht so komplett neu, als es dann wirklich richtig losging. Von daher, ich habe mich dann nie so gefühlt, als wenn ich da jetzt wie so ein Fremdkörper irgendwie neu reinkomme, sondern eigentlich war es eher so wie dazustoßen zu so einer Gruppe, die man eh schon lange kennt. Ah, und hat es dir entsprochen? Oder? Ja, also absolut, klar. Also das ist, ich glaube, auch wenn ich jetzt noch nicht alles mitbekommen habe, was vorher erzählt wurde, aber ich glaube, so dieses Thema, es war irgendwie immer was Besonderes dabei zu sein, weil man eben auch irgendwie mit seinen Freunden da unterwegs war, ne? Also das hat ja auch immer was dazu beigetragen. Da ging es natürlich um Basketball, aber es ging natürlich auch immer um viel anderes. Und ich glaube, der Part hat mir natürlich immer zugesagt. Es war immer für mich klar, dass ich Nationalmannschaft spiele. Habe auch am Ende irgendwie über 10 Jahre da gespielt, weil es halt immer was Besonderes war, weil jeder Sommer irgendwie was Besonderes war. Weil es einfach Zeit verbringen war mit, wie gesagt, alten Bekannten, Freunden, dann in den letzten Jahren dann so eine neue Generation irgendwie auch da versuchen hinzubekommen. Aber nee, auf jeden Fall hat mir total zugesagt. Also das war immer was Wichtiges, vielleicht gerade auch für mich als jemand, der ja viel eher im Ausland unterwegs war. Ne? Also wenn man dann irgendwie im Sommer nach Hause gekommen ist und dann so mit diesen Freunden zusammengespielt hat, die man irgendwie zum Teil seit der Jugend kannte, das war schon was Besonderes immer, ja. In den Gesprächen ist, gerade als wenn ihr so diese Teamchemie beschrieben habt oder diesen, was ich jetzt gerade so Spirit genannt habe, den so euch ausgezeichnet hat, dass ihr ein unglaublich gutes Gefühl hattet für eure Gegend, also für andere Mannschaften. Also dass ich glaube, Mieter hat das mal erzählt, andere haben das auch erzählt, dass ihr teilweise schon auf dem Weg zur Halle wusstet oder wenn ihr andere Teams im Hotel gesehen habt, die zu den Spielen gegen euch unterwegs waren und wie die sich so gegeben haben. Die offensichtlich nicht so eine Einheit waren, wie ihr das wart, dass ihr da schon erkannt habt, keine Chance gegen uns heute. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass es was zu tun hatte damit. Ne? Also ich glaube, wir hatten immer viel Spaß zusammen. Ich glaube, es waren schon viele Geschichten hier heute Abend, die das, glaube ich, so ein bisschen belegen. Und am Ende des Tages war das natürlich für uns ein Vorteil. Und Mieter hat auch, der kennt das. Ne? Wir haben im Ausland gespielt und ich glaube schon, dass die auch dann in den Ländern immer das auch so ein bisschen gesehen haben und auch immer mal so nachgefragt haben, so ey, wieso ist das so krass bei euch und warum macht ihr da so viel? Und ich kann mich an so viele Abende erinnern, wo wir alle mit 12 Mann irgendwo sitzen und dann kommen 2 Franzosen dazu und dann irgendwie noch, weiß nicht, 2 Italiener und alle sagen so, ey, wie geil ist das hier bei euch? Und selber sagen so, ja, irgendwie bei uns passiert sowas nicht. Das war schon was Besonderes, ohne Frage. Also erstmal sagen wir, hi Joe. Ja, jetzt sind wir komplett. Ich wusste gar nicht, dass wir 6 Leute in diese Konferenz hier kriegen, plus Dre, der noch zugeschaltet wird. Das ist ja viel besser als gedacht. Da müssen wir gar keinen auswechseln. Patrick, jetzt musst du irgendwie die Hand heben, wenn du auf Toilette musst oder so. Jetzt bist du mitgehangen, mitgefangen. Na, ich habe auch noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch Hausaufgaben machen. Also nicht meine, sondern helfen. Deswegen würde ich mich verabschieden, aber ich würde weiter zuhören, wenn ich darf. Ja, unbedingt. Ja, dann cool. Viel Spaß, Joe. Schön, dich zu sehen.
Patrick, schade, dass du schon gehst. Wir sehen uns so selten. Ja, dann müssen wir uns einfach mal außerhalb von so einem Call einfach mal schaffen. Nach schlappen 1,40 hat er schon genug. Patrick, vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Und auch in all diesen Interviews und so weiter. Das war hoffentlich auch für alle Zuschauer sehr, sehr witzig und sehr insightful. Und viel Erfolg bei den Hausaufgaben. Ja, danke schön. Hat mega Spaß gemacht und ja, jetzt müssen die drei sich um Kopf und Kragen reden. Ciao. Patrick. Patrick ist schon weg, schade. Jetzt ist er schon weg. Na, er hört ja zu. Ich weiß nicht, ob du ihm was ausrichten wolltest. Morgen 11 Uhr. Sind wir verabredet. Bei uns, also vielleicht für die Leute, die natürlich nicht wissen, wie dieses Heft entstanden ist, Basti und ich haben uns die Turniere so ein bisschen aufgeteilt. Basti war quasi zuständig für alles bis 2005, ich 2006 bis 2008. Und beim ersten Interview habe ich gedacht, oh, alle reden von Mallorca. Das scheint ein ganz großer Scoop zu sein. Da muss ich auf jeden Fall was drüber machen. Und beim zweiten und dritten Turnier ist mir aufgefallen, jeder redet immer über Mallorca. Und beim Durchlesen der Artikel von Basti ist mir aufgefallen, jeder hat auch vorher immer schon über Mallorca geredet. Also bitte, vielleicht Joe und Jan, die ihr ein bisschen später dazu gekommen seid, erklärt mal den Lesern unter der Annahme, dass die das Buch nicht schon auswendig können. Was hatte es mit diesem Hotel Lindner auf sich und mit Palma? Ja, das muss Jan machen, weil Jan hat ja auf Mallorca gelebt und ist da der absolute Experte. Insofern Das ist, gerne ist gut eine Geschichte, ist das, glaube ich, ne, die wir auch im Heft haben. Ist gut, ne, ist auf jeden Fall auch da entstanden. Ja, was kann man zu Mallorca und dem Lindner Hotel sagen? Im Nachhinein muss man sich ernsthaft fragen, warum wir das gemacht haben, glaube ich. Weil es ist eigentlich darauf hinausgelaufen, dass wir in einem Trainingslager sind, wo wir irgendwie 45 Minuten über die Insel fahren, um dann dort in einer 40, 45 Grad Halle zu trainieren. Ja, also ich kann mich erinnern, dass wir Gerrit Ter Denge teilweise da rausgetragen haben mit einem Ganzkörperkrampf. Von daher, das Hotel war aber wirklich hervorragend. Also das muss ich schon sagen. Ja, Wahnsinnshotel. Ein guter Freund von uns allen ist dort Hoteldirektor gewesen. Und ja, so gab es diese Connection. Und auch, wie Joe schon gesagt hat, ich habe dann später dort irgendwann mal ein Jahr gelebt. Und auch in der Zeit muss ich sagen, Sascha war da mein absoluter Go-To-Guy, mit dem ich da immer unterwegs war und mit dem man essen gehen konnte und der auch immer noch mal abends ein Hotelzimmer übrig hatte, wenn man eins brauchte, wenn man nicht mehr fahren wollte. Aber ja, Hotel Lindner, wie gesagt, also eigentlich eine unfassbar geile Zeit jedes Mal, aber ich weiß nicht, aus sportlicher Sicht, Mieter Joe, ich weiß nicht, wie ihr es seht, eigentlich im Nachhinein nicht unbedingt die optimale Lösung immer gewesen. Also ganz im Gegenteil, es war absolut ungeeignet für Sport. Allein dieses ewige Hin- und Herfahren, einmal quer über die Inseln mit so Bussen. Und ich meine, bei mir ging es ja, weil da saßen halt acht Riesen in so einem Bus drin und sind quer auf der Insel durchgefahren. Dann gab es einfach mal Morgenläufe, dachten wir, weil Sascha hat das ermöglicht, ja, mussten wir auf dem Golfplatz joggen. Ja, könnt ihr euch ja vorstellen, wie das so auf Mallorca, so ein Golfer, ne, der schön nach Mallorca fliegt, Heidengeld fürs Hotel bezahlt, und dann laufen da irgendwelche Idioten quer über die Golfanlage. Ja, das haben wir dann schnell sein lassen, aber es gab, glaube ich, auch keinen Kraftraum im Hotel. Es war absolut ungeeignet. Aber egal welcher Trainer, egal wann, wie, es war einfach gesetzt, dass die Vorbereitung auf Mallorca beginnt. Da hat auch gar kein Trainer versucht, was dran zu rütteln. Joe, ich glaube, du hast mir im Interview gesagt, dass du damit, das war glaube ich in Mallorca, ne, wo du von Dirk den Kiss of Death bekommen hast, 2005? Nee, oder was, 2005? Mallorca war ja immer ganz am Anfang. War ja immer ganz am Anfang. Und ich glaube, in dem Jahr war ich gar nicht in Mallorca dabei, weil ich vorher bei der Universiade war und kam dann erst später so dazu zur Mannschaft. Und wir waren da in Hamburg, auch ein schönes Hotel, Gaswerk oder so hieß es, glaube ich, erinnere ich mich, Jan nickt. Genau, und dann war das, glaube ich, das war irgendwie, Mieter, du warst verletzt, oder? Kann durchaus sein.
Es war irgendwie so eine Situation. Also es waren so, also ich war, also ich stand halt so auf der Kippe, ich wollte natürlich unbedingt mit. Und Ademola war, glaube ich, auch verletzt, oder das war irgendwie nicht so ganz klar. Also es war irgendwie so ein paar Spieler nicht klar, ob sie mit könnten wegen Verletzung. Und dann, aber dann hat es anscheinend doch geklappt. Und ich war da halt der 13. Und dann führt man ja dann immer diese Gespräche, dann wird man zu Coach Baumann aufs Zimmer gerufen, kriegt dann so einen Anruf von Adi, dem Betreuer, der einen anruft und sagt, du sollst zum Coach aufs Zimmer. Und dann bin ich ja zu Dirk und dann saß er dann da schon mit seiner Coke Light und dann hat er mir das halt erklärt, warum ich nicht mitkomme und dann hat er mir aber einen Kuss gegeben auf die Wange und hat gesagt, deine Zeit kommt noch. So, Sun. Genau. Und dann war das natürlich irgendwie sehr, sehr schmerzlich, vor allem weil die dann später Silber gewonnen haben. Das war natürlich dann umso härter. Aber es war alles okay. Ich war noch auf dem College. Ich hatte eine Freundin damals, hat mich auch total gefreut, dass ich die, weiß ich noch, das war so das Trostpflaster, dass ich die dann wiedersehen konnte. Und hatte dann richtig Hammer College, ja, mit Elite Eight. Also das war dann schnell vergessen für mich und umso schöner, dass ich dann im nächsten Jahr halt in Japan dabei sein konnte. Was sportlich nicht ganz so erfolgreich lief. Aber das hatte ich, glaube ich, in einem Heft auch gesagt, dass ich fand, Dirk war schon, also zumindest mir gegenüber immer sehr, sehr loyal. Also so, ne, also wenn er sowas gesagt hat, dann konnte ich zumindest darauf zählen, dass ich auch wieder eine Chance bekommen würde. Und auch, ich hatte ja eine krasse Verletzungshistorie mit den Kreuzbandrissen und so. Und da war das schon bemerkenswert, dass er mich da auch immer wieder eingeladen hat. Und ich hatte sogar während meiner Verletzungszeit mal mich nach Leverkusen eingeladen, um so Einzeltraining mit mir zu machen. Das fand ich schon irgendwie besonders, dass er sich da die Zeit genommen hat. Und ich glaube auch, dann später mir, war ich noch zur Obermeisterschaft nach Litauen, weiß ich gar nicht, ob ich das tatsächlich so verdient gehabt hätte. Also gab es jüngere Spieler, die echt auch mindestens auf demselben Level waren. Und ich hatte so das Gefühl, dass er mir da so ein bisschen so einen Loyalitätsbonus gibt, was sie irgendwie schon bemerkenswert fand. Ich glaube, in den Interviews zu diesem Turnier kam auch öfters auf, dass du durch deine Spielweise halt einfach auch so ein passgenauer Spieler für Baumann warst. Durch, ich sage jetzt mal, Spielintelligenz, Einsatz in der Verteidigung, in der Ecke dann die Dreier treffen. Und du und Jan, ihr hattet beide eure Premiere 2006 bei diesem, damals ist es mir gar nicht aufgefallen, aber ja wirklich ganz besonderen Turnier, weil ihr erst nach China geflogen seid. Stundenlang SOCOM spielen natürlich und dann nach einem sehr erinnerungswürdigen Trip durch China in Japan und da natürlich auch eine ganz andere kulturelle Erfahrung gemacht hat. Also insofern ganz solider Einstand, würde ich mal sagen, in eure große Turnierkarriere. Ja, also vielleicht nochmal, das ist so ganz schön zu sehen, so die Unterschiede zwischen Jan und mir, weil du hast ja so angesprochen, ich war vielleicht eher so ein Baumann-Spieler, ne, sehr konform, halt eher mal einen weitergepasst und verteidigt. Und von Jan hatte halt immer den Anspruch, Gott und geil zu sein. Und wir waren, glaube ich, auch ab und zu mal im Zimmer zusammen. Und der konnte es halt nie fassen, wenn er halt nicht irgendwie dann 10 Würfe bekommen hat im Spiel in den 10 Minuten, die er gespielt hat. Und hat sich über Christians aufgelegt. Und ich war halt einfach so total genügsam und happy über jede Minute, die ich irgendwie so gespielt habe. Aber also das im Nachhinein, ne, dann hat Jan irgendwann bei den Turnieren die großen Würfe getroffen. Ne? Also das muss man dir ja, Jan, auch irgendwie anrechnen, dass du das den Anspruch gehabt. Und der hat sich, glaube ich, eine Weile nicht erfüllt, aber auch weil du natürlich andere Leute auf der 4 vor allem vor dir hattest, die dann vielleicht noch ein bisschen besser waren. Aber als die dann weg waren, hast du die Chance genutzt. Ja. Aber zum Turnier in Japan, ja, das war ein gutes erstes Turnier. Also so also für mich zum ersten Mal so dabei zu sein, schon aufregend, gerade weil das Level halt so hoch war. Also hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt, ich fand es unglaublich, wie die Spanier und die Griechen da gespielt haben.
Das war echt krass. Also wir selber fand ich haben nicht so überragend gespielt, aber so sich mit denen da zu messen, das war schon der Hammer, ja. Ja, ich glaube auch, dieses ganze Drumherum war ja Wahnsinn, ne? Also wie du sagst, diese China-Reise vorher, die schon, ich würde sie mal abenteuerlich nennen, war, ne? Also irgendwie, wo wir da fast 2 Wochen durch China getourt sind, irgendwie immer, ich weiß nicht, gefühlt haben wir da 28 Mal gegen China gespielt und mit Yao Ming auf irgendwelchen Abendveranstaltungen, wo es dann, weiß nicht, Hühnerfüße gab. Und ich glaube, wir alle waren einfach nur so, also das Essen war halt, ja, es war schon sehr lokal, würde ich mal nennen, ne? Und das war nicht so das angepasste chinesische europäische Essen, was wir kannten, sondern das war doch schon ein bisschen anders. Und ich würde sagen, die meisten, wenn nicht sogar alle, waren nicht so angetan davon. Und ja, also auch wenn wir uns gut vorbereitet haben auf die Zeitumstellung, ich glaube so, ja, was das Essen anging und so physisch können wir nicht so wirklich 100% vorbereitet gewesen sein, glaube ich, für das Turnier dann auch, würde ich mal sagen. Ich habe im Einzelfall gehört, dass Leute 10 Kilo leichter aus diesem Trip wiedergekommen sind, als sie hingefahren waren. Weil mit positiver Ausnahme in der Hinsicht, Dirk hat uns im Interview bestätigt, dass er, beziehungsweise er konnte sich nicht so richtig erinnern, aber es kam ihm ansatzweise bekannt vor, dass er wohl das Gelübde abgelegt hat, dass er alles isst, was ihm vorgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt. Und das war dann im Einzelfall auch mal irgendwie Quallensalat oder irgendwelche Hoden unbekannter Herkunft. Also er hat es vielleicht in den Mund genommen, aber es runtergeschluckt hat, weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern, dass wir in meinen Georgien waren und dass er so in so eine Pflanze, da gab es irgendwie Zunge oder so, und er hat es so in so einen Pflanzenkübel gespuckt. Also ich wollte gerade sagen, ich kenne ja Dirk aus so Jugendnationalmannschaftszeiten, da hatten wir auch lustige Reisen in lustige Länder, Orte mit interessantem Essen. Und das, was jetzt du gerade über Dirk gesagt hast, wäre mir jetzt neu. Also ich kenne Dirk eher so, was Joe gesagt hat, ne? Dass er durchaus auch gezeigt hat, wenn ihm Sachen nicht schmecken und auch jetzt nicht unbedingt so experimentierfreudig war. Da gab es auch lustige Szenen. War das eine urbane Legende, die es irgendwie in unser Heft geschafft hat, aller Qualitätskontrolle? Also das Statement kann ich mir schon vorstellen von ihm. Das Statement zu sagen, ich probiere alles, was ich vorgesetzt bekomme, kann ich mir bei ihm schon vorstellen. Ob er es dann am Ende durchzieht und wie gesagt, was er dann auch, ob er überhaupt irgendwas runterschluckt, ist nochmal eine andere Frage. Weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, in Japan hatten wir dieses Spiel gegen Nigeria um 10 Uhr morgens war das. Dann haben wir natürlich unseren Rhythmus, dass wir um 4 Stunden vorher halt das letzte Essen essen, ne? Dank unserer medizinischen Abteilung. Und wir haben noch alle im Halbschlaf, haben wir da also durchgetingelt durchs Restaurant. Der Dirk saß da und hat sich erstmal 2 Riesenteller Nudeln reingehackt, weil er es halt immer macht, ne? Um 6 Uhr morgens. Also, ja, Nudeln, japanische Nudeln. Ich weiß gar nicht, was er sonst noch so gegessen hatte. Jan, möchtest du was erzählen zu Spielen, die zu früher Uhrzeit begonnen haben? Und war das nicht das Spiel gegen Nigeria, wo du deine Nee, eigenen. das war dann schon ein paar Jahre später gegen Spanien, war das. Das war Ach dann so, 9 okay. Uhr morgens in Peking. Gab's Ja, das da war für zufällig mich, Koffeintabletten? da gab es Koffeintabletten, genau. Und das war natürlich für mich nochmal ein besonderes Spiel, weil ich gegen sozusagen einige meiner Teamkollegen gespielt habe und vor allen Dingen gegen meinen Trainer in Spanien. Und genau, da war ich ziemlich aufgebracht und bereit für das Warm-up und vielleicht auch noch für die erste Halbzeit. Und dann hat es leider nicht mehr wirklich gereicht, dann noch, um in der zweiten Halbzeit auch noch Energie zu haben. Aber ich glaube bis heute, dass ich die Jungs auf jeden Fall aufgeweckt habe. Ich glaube, das wird mir keiner unterstellen können, dass ich nicht das gewesen getan habe. Weil es nicht bei einer Koffeintablette geblieben war. Ja, das weiß ich gar nicht, wie das dann gebraucht hat. Also wahrscheinlich hat da schon eine gereicht mit sehr viel, sowieso schon, wie gesagt, Energie, weil es eben gegen da deine Teamkollegen geht. Und ich glaube, das alles so im Mix hat dann dazu geführt, dass es um 9 Uhr ganz okay war, aber dann ab 10 Uhr war es schon wieder problematisch. Dieses Turnier in Japan, das war ja sehr hochkarätig besetzt. Ihr habt dementsprechend dann auch jetzt keine Medaille oder so mitgenommen. Was ich aber auffällig fand, war erstens, was ihr erzählt habt über die Kultur, über die Leute, die euch da begegnet sind und über den Dirk-Kult, der euch da überfallen ist. Ich glaube, Joe, du hast gesagt, da ist dir erstmal aufgefallen, dass Dirk halt
schon relativ berühmt ist, sag ich jetzt mal. Naja, es wurde halt sehr deutlich, dass es halt ein globales Spiel ist und dass der Typ halt weltweit ein Star ist und also es war viel krasser, als wir es jemals in Deutschland erlebt haben. Ja? Also mit Leuten, die in der Lobby, wir mussten ja richtig irgendwie abschirmen, wir haben manchmal Jan vorgeschickt, so als Decoy. Die Leute dachten, dass es Dirk und Dirk irgendwie anders durchgehen konnte. Der hatte ja auch mal irgendwie so einen komischen schwarzen Hut, ist der so aufgezogen, so eine Mütze. Und Es war total unauffällig, war wirklich sehr schlau von ihm. genau. Ja, und dann standen die immer schon am Bus und das war halt, da gab es, glaube ich, noch gar keine Smartphones, aber es gab natürlich irgendwie schon, keine Ahnung, halt, also Handys mit Kameras und die standen alle da und Fotos die ganze Zeit, also das war wirklich, das war schon krass, fand ich. Also so, und dann auch so, dass es halt unangenehm war. Ne? Also, dass es für ihn halt überhaupt nicht angenehm war, da irgendwie ein- und auszugehen. Und ja, das war auf jeden Fall so ein Erlebnis. Aber in Japan hatte sich das, glaube ich, ein bisschen gelegt. Ich glaube, es war tatsächlich mehr in China, wo das so extrem war. Oder Jan, ich weiß nicht. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe das Gefühl, dass Asien ja generell da immer weit vorne war. Aber ich habe das Gefühl, in Japan war das schon ähnlich. Aber ich glaube, genau wie du sagst, ne, also so in Deutschland war man schon gewohnt, so ja, okay, Dirk ist jetzt was, ist halt schon ein bisschen special so, aber da drüben, das war eine komplett andere Welt. Ne? Also so dieses, also da war ein Celebrity. In Deutschland, weiß nicht, ist ja den Leuten ist maximal aufgefallen, dass er Dirk Nowitzki sein konnte, weil er groß war. Aber den kannte er am Ende des Tages trotzdem. Also am Ende Deutschland muss man ja immer noch sagen, ne? Das ist jetzt nicht das Basketballland und da wird Dirk Nowitzki auch hier nicht unbedingt an jeder Ecke erkannt. Und vor allen Dingen wird das kein Kult betrieben und Leute stehen nicht vor dem Hotel. Also klar, zwei, drei stehen immer vor dem Hotel, aber das sind die gleichen, ob du in München oder in Berlin spielst, das sind immer die gleichen. Und da standen einfach Hunderte. Ich weiß nicht, ob es Tausende waren, aber es war eine komplett andere Welt. Und da wurde einem, glaube ich, wie Joe schon gesagt hat, erstmal so richtig klar, so wie groß der Mann eigentlich wirklich ist. Ja, vor allem, es war halt so eine andere Dringlichkeit. Also das war jetzt auf keinen Fall so eine asiatische Reserviertheit, wie man vielleicht unterstellen könnte, sondern es war wirklich aufdringlich und mit Anfassen und dann so, also wie man so von den Beatles kennt vielleicht. Ja, es war Ich auf jeden glaube, Fall eine das andere. Beatles hatte Dirk im Interview, glaube ich, auch gesagt. Also jetzt eher so ein bisschen so völlig konsterniert, was ihm da widerfahren ist. Jay schreibt mir gerade, weil er uns die Fragen hier nicht reinreichen kann, irgendwo im digital. Ah, da, guck mal. Josef Hacke fragt, gab es auch mal Spannung in der Mannschaft? Ich wittere da eine Junge, jetzt wird's ernst. Cayman-Geschichte, aber vielleicht können wir erstmal andere Chris Cayman ausblenden. Ja, Mieter, du warst ja hier am längsten dabei. Insofern gebe ich die Frage erstmal an dich. Auf jeden Fall. Also wir waren ja, klar, wir hatten total viel Spaß und so, aber wir wollten alle schon gewinnen. Also wir haben schon die Natur des Sports, ne, das haben wir schon versucht zu leben. Und ich muss leider auch gleich noch für Spanischklausur noch mal kurz durchgehen mit meinem Sohn. Aber eine Sache würde ich noch gerne loswerden in dem Zusammenhang, weil Jan auch gerade dabei ist. Also es hat immer mal wieder geknallt, auch mit Patrick und Steven sogar. Ja, sind ja alles eigentlich so gute, denkt man nicht, dass sowas passiert, gute Leute. Aber auch da im Training gab es mal Phasen, wo Patrick dann sauer war, Steven einen ausgeteilt hat. Mit Ademola hat es immer geknallt, weil Ademola immer gewinnen wollte, egal wie, wann. Und auch als Dirk dann kam, ist nochmal so eine andere Dynamik dann gekommen. Er kam immer später zur Vorbereitung. Und dann gab es ja eh Spannungen, wer dann mitkommt und so. Also es war völlig normal. Als dann aber so nach ein paar Jahren ein paar neue Spieler kamen, zum Beispiel Jan, ja. Das war dann für uns neu, weil Jan war ja, ich meine, Jan, ich kenne ihn aus der Jugend Berlin und so, und da war er noch ein bisschen kleiner und so. Ich kenne ihn so lange und so ein guter Junge, aber halt eine kurze Lunte hat er gehabt, ne? Und das war für uns, das werde ich nie vergessen. Das war ein Vorbereitungsspiel. Dirk war zum ersten Mal, dann ist er zur Mannschaft dann gestoßen. Jan hatte bis dahin ganz gut gespielt und hat, glaube ich, sogar auch angefangen in dem Spiel. Und dann ist Jan halt irgendwann rausgekommen.
ne? Und hatte halt echt so eine Fresse, ne? Aber Dirk Nowitzki ist für ihn reingekommen. Und ich weiß so, also wir saßen so auf der Bank, haben uns angeguckt. Ah, gut. Aber das hat nochmal, gerade in diesen Jahren, der ist so ein bisschen, das hatten wir auch in den Gesprächen ja so, das war nicht mehr unser bester Basketball. Und ich glaube, gerade durch Spieler wie Jan und Johannes ist da nochmal so, nochmal so ein neuer Schwung, so eine neue Energie reingekommen, die uns gut getan hat. Also wir waren alle nicht mehr auf dem allerbesten Level. Und das war gut, dass solche noch mehr ehrgeizige Typen, die noch nicht ganz so weit drin waren wie wir über die Jahre, das war gut. Und Baumann hat das auch so ein bisschen, ja, auch so laufen lassen, hat aber auch gerade die Jungen dann immer wieder zurechtgewiesen. Also es war vor allen Dingen auch amüsant, ne? Also das so zu sehen, wie, wie Leute dann halt sich da ins Team spielen wollen. Aber nee, das gehört dazu. Und ich glaube, in jeder gesunden Mannschaft gehört das dazu. Ja, ich kann mich ich würde mich aber. Mieter möchte sich verabschieden. Ich möchte mich erstmal bedanken. Das war echt so cool, dass ihr das sowieso erstmal diese Idee und wie ihr das gemacht habt. Es hat total viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich durfte erst ein paar Seiten lesen. Ich hoffe, ich kann das bald nachholen. Ich hebe es mir aber auch ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Und es war total cool, auch die ganzen Spieler mal wiederzusehen. Habt ihr alles ermöglicht. Vielen Dank. Freut uns total. Ich hoffe, deine Mutter rückt die Ausgabe noch raus. Nee, ich habe die heute bestellt, die anderen. Warte ich auf die, okay. Kein Problem. Ja. Lasst euch gut gehen, ja? Also, Jan, Joe. Auch von unserer Seite. Klar, Mietert. Auch von unserer Seite, Mietert. Nochmal vielen, vielen Dank. Und du hast ja auch die schöne Tradition der letzten Worte in diesen Calls dann irgendwann eingeführt. Deshalb ja, verabschiede dich mit berühmten letzten Worten und wir gehen dir weiterhin auf den Keks, wenn es darum geht, das Heft noch ein bisschen bekannter zu machen. Oh, ja, jetzt seid ihr weg. Habe ich ja jetzt gerade schon ein bisschen verpackt. Echt eine geile Zeit. Bin total glücklich, dass ich dabei sein konnte in dieser ganzen Zeit mit so vielen coolen Typen und ach, das wollte ich noch loswerden. Man spürt halt in diesem Buch und auch in diesen Interviews, also ihr wart natürlich jetzt nicht dabei, aber ihr wart dabei. Also man spürt, ihr seid Basketballer. Deswegen hat es, glaube ich, auch so einen Spaß gemacht. Vielen Dank. Lasst euch gut gehen. Ich glaube, besser wird's nicht. Vielen Dank. Das freut uns natürlich sehr. Naja, wir müssen das Ganze ja noch insofern abchecken, weil wir jetzt mit Joe in der Runde jemanden haben, der einzige von uns ist, der wirklich schreiben kann. kannst du das bestätigen? Das kommt es einigermaßen rüber? Was kommt rüber? Naja, dass es doch einigermaßen authentisch ist im Sinne von, man bekommt ein ganz gutes Gefühl dafür, wie so die Zeit war. Nee, auf jeden Fall, das hat er super gemacht. Also der Dank, den Mietert ausgesprochen hat, den kann ich nur erwidern oder beziehungsweise nochmal verdoppeln. Ich finde, das habt ihr hervorragend eingefangen. Ich war leider in den Calls nicht dabei. Also ich habe ja immer nur mit dir individuell gesprochen und nicht mit den anderen zusammen. Das habe ich leider verpasst. Aber ich finde, das ist total gut rausgekommen. Und es ist auch, ich finde es total interessant zu sehen, wie auch unterschiedliche Erinnerungen sein können. Wir wissen, glaube ich, alles gar nicht mehr, was wirklich wahr ist. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, auch wie die gleichen Events dann aber an unterschiedlichen Orten anscheinend stattgefunden haben oder in unterschiedlichen Jahren, wenn man so wirklich sicher war, aber dass irgendwas stattgefunden hat und ob man selber dabei war oder ob man es erzählt bekommen hat, das war ja auch so eine verdichtete Zeit irgendwie, ne? Und ich meine, diese ganzen Karrieren sind ja so intensiv, dauernd passiert auch was Neues. Da ist manchmal nicht so leicht, so Schritt zu halten mit dem Kopf. Aber ich wollte nochmal sagen, weil Mieter gerade gesagt hat, dass wir so einen neuen Schwung eingebracht haben. Für mich war das total befremdlich am Anfang, weil ich, wie Jan ja auch, so vom College kam und im College ist halt immer alles so 120% und man nimmt immer halt jedes Offensiv voll an, was geht und irgendwie lässt keine einfachen Körbe zu. Und dann bin ich da ins Training gekommen und da haben die mich erstmal so richtig zusammengefaltet, dass ich da nicht so rumfaulen soll und dass sie nicht noch im Weg treten, wenn da einer zum Korb geht oder so, ne? Weil wir sind ja alles Pros und soll sich ja keiner verletzen hier.
Ja, und das war für mich erstmal eine krasse Umstellung. Und Coach Baumann hatte auch so ein, der hatte so einen Drill, oder das hat er so vor Spielen immer gehabt, sich so Dress Rehearsal, wo man irgendwie in so 1% Speed, schon mit Defense, aber so dieses so halt die Plays durchläuft. Und für mich immer super schwierig, mich da zu zügeln, weil ich kannte halt nur irgendwie diesen einen Speed. Weil es ja auch irgendwie, also es war auch für mich der einzige Weg, wie ich halt mithalten konnte. Ich konnte halt nie so auf 80% spielen, da war ich einfach nicht gut genug. Ich musste halt immer so all out gehen. Und ja, deswegen ganz interessant, wie Mitha das so empfunden Jan, du hast eben die Gelegenheit gar nicht gehabt, das mal aus deiner Brille zu erzählen. Kannst du dich an diese Anekdote noch erinnern, dass dieser blöde Würzburger für dich eingewechselt wurde? hat. Ja, so spezifisch jetzt genau in dem Moment nicht unbedingt, aber natürlich hat Mietert recht und natürlich ist es so gewesen. Also ich war immer jemand, der unfassbar ehrgeizig war und auch wenn jetzt da irgendwie der wahrscheinlich beste Spieler der Welt zumindest auf meiner Position da vor mir steht, war das für mich jetzt kein Grund zu sagen, ich setze mich jetzt hier hin und gucke ihm zu. So, ne? Also der Typ bin ich nie gewesen. Und von daher, klar, ich wollte immer spielen. Ich wollte, wie Jo auch schon gesagt hat, ich wollte die wichtigen Würfe am Ende des Spiels auch, die wollte ich auch nehmen. Und war halt, wenn du einen Dirk Nowitzki in der Mannschaft auf seiner Position hast, vielleicht ein bisschen schwierig. Aber das heißt nicht, dass ich das unbedingt in der Zeit verstanden habe oder irgendwie akzeptiert habe. Von daher, ja, kann gut sein. Kann gut sein. Joe, da du eben das Thema Erinnerung angesprochen hast, mein persönliches Highlight in den Interviews war, dass ich glaube, Jan, du warst mit dabei, einige von euch durch Zufall mit Benicio del Toro Bier getrunken haben, aber sich keiner außer Steven daran erinnern konnte, dass das stattgefunden hatte. Wo ich also nicht wegen des Alkoholpegels, sondern einfach, weil so viele andere Sachen passiert sind. Ich glaube, Jan, warst du da mit dabei? Habe ich es richtig in Erinnerung? Nee, ich war derjenige, der es erinnern konnte, tatsächlich. Ah, du warst das. Also irgendjemand, Ja, es war eins für drei. die anderen konnten mich nicht erinnern, was ich echt lustig fand, weil für mich war das irgendwie ein krasses Erlebnis. In Madrid damals zur Europameisterschaft 2007. Ja, aber die anderen beiden, wie du sagst, ne, die anderen beiden konnten sich nicht so richtig daran erinnern, vielleicht wollten sich auch nicht so richtig daran erinnern, weil es vielleicht nicht der beste Zeitpunkt war, um da irgendwie abends mit der Nächste der Tore irgendwie noch ein Bierchen zu trinken. Aber gut, es ist passiert und gehört auch dazu. Aber Und ja, ich bin total genauso. dabei. Also ich glaube, was ihr vorhin gesagt habt, ne, so die zum einen, wie Joe meinte, die Stories, die, also dadurch, dass wir irgendwie immer in Mallorca angefangen haben, dadurch, dass irgendwie man immer mit einem sehr, sehr gleichen Kern immer unterwegs war, sind da so viele Geschichten, wo ich dir nicht sagen könnte, ist das jetzt 2005 oder 2007 oder 2008 passiert, ne? Sondern das sind halt ja, ich kann mich an die Story erinnern und vielleicht ist es auch nur, weil es jemand erzählt hat oder weil wir 100 Mal auch darüber geredet haben. Aber die Realitäten ändern sich sicherlich in den Jahren und vor allen Dingen auch die Zuordnung zu den einzelnen Sommern ist nicht gut. Und ich bin nie jemand gewesen, der sowas merken konnte, ne? Also ich kenne so Leute, mit denen redest du und die erzählen dir von irgendeinem Spiel an einem Dienstagabend vor 25 Jahren, wo sie den Wurf in der Ecke genommen haben und ich denke immer so, Alter, ich habe keine Ahnung. Also so kann mich an ein paar Highlights erinnern, aber ich kann in keinster Weise kann ich mich an jedes Spiel erinnern oder weiß, was irgendwo noch passiert ist. Deswegen immer cool. Wir haben uns das am Wochenende alle gesehen, habt ihr auch schon drüber geredet und da kommen natürlich auch so viele Stories dann wieder hoch, ne, die man erst dann wieder so auch parat hat und über die man dann wieder anfängt nachzudenken oder sich dann zu erinnern gemeinschaftlich. Und dadurch, dass es ja eine Geschichte ist, die einem erzählt wird, kann das auch natürlich eine komplett neue Realität sein, die man auch vielleicht nur so in Bits and Pieces dann wieder selber erinnert. Oh, sorry. Ich sage das, glaube ich, auch einfach normal bei so unglaublich vielen Spielen, auch im Rahmen so einer Nationalmannschaftskarriere. Ich erinnere mich, dass wir, als wir über 2002 gesprochen haben, gab es ich glaube, das letzte Vorbereitungsspiel, bevor es nach Amerika ging, in Dortmund gegen Griechenland, wo dann Henrik Rödel sagte in dem Call: Ja, tut mir leid, kann ich nicht so sagen, war ich verletzt. Und dann guckst du hinterher in die Stats rein und er hat irgendwie 10 Punkte gemacht. Also das gehört, glaube ich, einfach dazu. Und ich glaube, wenn man so ein Heft macht mit so viel Abstand oder so viel Jahren Abstand jetzt auch, wie wir das gemacht haben, dann hat das möglicherweise so ein bisschen den Nachteil, wie du schon meintest, Jan,
dass so Erinnerungen verschwimmen und man jetzt nicht mehr tausendprozentig sagen kann, war das jetzt in dem Monat oder war das der Gegner oder so weiter. Und ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig, weil am Ende wollten wir jetzt nicht diese Jahre irgendwie spielerisch nacherzählen oder die Spiele nochmal in die Revue passieren lassen oder so. Da gibt es noch vereinzelte Stats teilweise. Manchmal sind sie ja auch nicht irgendwie hundertprozentig korrekt oder in sich stimmig. Was wir in diesen ganzen Gesprächen gemerkt haben, so nach und nach, ist, dass wir im Prinzip das, was heute so ein bisschen ja üblich geworden ist, das muss man jetzt nur an letztes Jahr und die Nationalmannschaft denken, die dann es eine Videodokumentation gibt, die sich jeder angucken kann. Ich meine, solche Sachen gab es nicht in den 2000ern, dass wir eher sowas so ein bisschen nachgeholt haben. Also so eine, was zeichnet denn diese Mannschaft aus? Was hat sie erlebt? Welche Stimmung hat geherrscht? Und da wiederum hat der Abstand jetzt, war so mein Gefühl, eher gut getan, weil man mit diesem Abstand und dadurch, dass man jetzt nicht mehr so ja, stark auch drin ist in dem Thema oder nicht mehr selbst aktiv ist, auch einfach nochmal ganz anders erzählen kann. Und das hat für mich auch besonders so den Reiz dieser Gespräche ausgemacht, dass du das Gefühl hast oder Gefühl hattest, dass es auch viel weniger ein Filter gewesen, sondern auch in dem Wissen, dass wir euch ja auch alle Texte hinterher nochmal zugeschickt haben. Erstmal jeder konnte frei erzählen und dann am Ende haben wir geguckt, dass es irgendwie dieses ganze Chaos irgendwie, dass eine einigermaßen sinnvolle Geschichte bei rauskommt, die man auch lesen kann. Ja, aber so entstehen ja auf der einen Seite Legenden. Und von daher finde ich das super. Und wie du gerade gesagt hast, ne, so, also natürlich gibt es da viele Dinge, die man in seiner aktiven Zeit vielleicht keinem Reporter erzählt hätte. Ja? Die hat man unter Verschluss irgendwo im stillen Kämmerlein natürlich drüber gelacht und wir uns gegenseitig erzählt, aber die zeichnen jetzt auch nicht immer das professionellste Bild von uns, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Was aber auf der anderen Seite vielleicht auch wieder zeigt, wie menschlich oder wie eng wir da auch beieinander waren und wie sehr man da eben wirklich auch das genossen hat, zusammen zu sein und vielleicht auch an einer oder anderen Stelle mal den Sport hinten angestellt hat, was ja in dem Moment natürlich man niemals erzählen dürfte und was, glaube ich, auch immer so ein bisschen angeprangert wird heutzutage im Fußball, ne, wenn einer mal ehrlich ist und mal so seine ehrliche Geschichte oder sowas erzählt oder mal ehrlich sagt, was er denkt, tun immer alle so, als wenn ja die Sportler alle irgendwelche Maschinen sein müssten, die eigentlich abseits vom Fußball oder vom Sport und von der Regeneration kein Leben haben dürfen. Ich glaube, unter den Gesichtspunkten ist das natürlich schon eine sehr interessante Geschichte, die er da erzählt und auch was echt schön ist, was so nochmal so Einblicke liefert, vielleicht auch die selbst heutzutage mit den Videosachen nicht passieren würde, weil das gar nicht drauf darf. Und ich weiß nicht, ob Joe sich noch daran erinnert, aber selbst in unserer Zeit hieß es öfter mal, mach die Kamera weg, anstatt dass jetzt irgendwie das super forciert wurde. Wobei du ja Fotos beigesteuert, also natürlich die von allen freigegeben wurden, Fotos beigesteuert hast. Das hat auch nochmal sehr andere Sachen, haben es nicht ins Heft geschafft. Sehr persönliches Element dargebracht. Ich würde, wenn ich euch beide jetzt hier habe, ihr wart ja für diese Zeit, die wir uns hier angucken, 2:1 bis 2:8, warst du, Jan, bei drei Turnieren dabei und du, Joe, bei zwei, ne? 2006 die WM in Japan. Ja. Und die WM, deren Höhepunkt das Herber Game war. Und da würden wir natürlich viel liegen lassen, wenn wir jetzt über dieses Turnier 2007 nicht sprechen würden, zumindest am Rande. Weil ich glaube, wenn ich, Jan, korrigiere mich, ich glaube, du hast gesagt, das war das Turnier, wo du am ehesten eine Rolle hattest. Also, wo klarer, Ja, ne, absolut, was ja. offensiv passieren soll. Und Joe, ich hatte es fürs Heft nachgeguckt, ich weiß auswendig nicht. Ich glaube, du hast in diesem Spiel irgendwie 70% deiner Turnierproduktion in einem Viertel gemacht, gefühlt. Und auch wenn sich keiner so richtig mehr an dieses Turnier erinnern könnte, war das ja eigentlich erst das Turnier, das Team dann nach Olympia irgendwie transportiert hat. Habt ihr eine Erinnerung, die ihr spontan an dieses Turnier habt, auf erstmal, dass euer Palma angefangen hat in eurem Hinterhof sozusagen, und dann in Spanien, in Madrid weitergegangen ist? Ja, also das war, für mich war das, glaube ich, ich überlege gerade, ja, das war der erste Sommer nach dem ersten Jahr in der Bundesliga, wo ich so bei Alba, wir sind da in der ersten Runde rausgeflogen gegen Adland, nachdem wir als Tabellenführer 0-3, das war eine ziemlich krasse Enttäuschung. Und Henrik war unser Coach, er musste dann gehen. Also es war so eine krasse
es war irgendwie eine krasse Saison, auch für mich als erste Profisaison. Und dann hatte ich aber so viel Zeit im Sommer, also mehr als ich gedacht hätte, und habe die auch ziemlich gut genutzt, habe mich vor allem im Athletikbereich irgendwie ziemlich gut vorbereitet und kam so mit einem ziemlich guten Gefühl so ins Trainingslager und hatte, ja, und dann hatte ich auch das erste Mal so richtig das Gefühl, ich kann hier, also noch mehr als in Japan, so ich kann jetzt wirklich auch was beitragen, noch mehr beitragen, also jetzt auch was jetzt über Defense und so hinausgeht. Und bei Jan war es, glaube ich, ähnlich. Also wir hatten beide so zum ersten Mal so irgendwie so eine bessere Rolle gefunden oder wurde uns dann auch zugestanden vom Coach. Und ich habe eigentlich immer so zwischen 15 und 20 Minuten meine Erinnerung zumindest gespielt in dem Sommer. Also manchmal auch so als erster von der Bank, so für die Flügelposition zumindest. Also das war schon gut. Und jetzt abseits irgendwie meiner Produktion an Punkten, glaube ich, konnte ich gut beitragen. Und ja, genau, und dann kam halt dieses Spiel gegen Italien, wo es halt ein bisschen besser geklappt hat als in den anderen Spielen, oder ich meine Dreier getroffen habe. Und glaube ich auch, übrigens, glaube ich, sehr gut verteilt gehabt gegen Marco Bellinelli, den da irgendwie rausgenommen. Ja, das ist vielleicht sogar noch größerer Verdienst als meine Punkte, die ich gemacht habe. Genau, und dann haben wir das gewonnen und es war dann für den Fortgang entscheidend und das war für mich natürlich was Besonderes, weil ich das erste Mal auch dann so aus Deutschland so irgendwie, also so viele Nachrichten bekommen habe und überhaupt da so eine Wahrnehmung da war. Und das war schon was Besonderes und bei mir war da halt die Tragik, dass ich dann halt irgendwie 6 Wochen später meinen Kreuzband gerissen habe. Und das so eigentlich so ein Höhepunkt war. Und ich dachte so, oh, jetzt geht's richtig los auch in Deutschland. Und dann, wir hatten dann Luka Pavicevic als neuen Trainer. Da muss ich, das war dann gleich nicht leicht, als ich dann da so zurückkam. Und dann habe ich halt das Kreuzband gerissen. Und das war, also die zwei Dinge kamen da so ein bisschen zusammen. Aber also so wie halt so Profikarrieren verlaufen, ne? Also, dass halt diese Freude und Leid so sehr, sehr nah beieinander liegen kann. Ja. Aber ja, schon eine sehr positive Erinnerung dann, ne, aus dieses Turnier. Also schade, dann Absturz danach, aber ja. Total, ja, das hat super Spaß gemacht. Und ich glaube, am Ende waren ja auch Fünfter, oder? Beim nächsten Mal sind die Fünfter geworden. Also, ja. Ja, also das war, Jan, du warst ja mit dabei in der großen Runde, als wir das Interview geführt haben. Gefühlt konnte sich keiner erinnern, dass ihr Fünfter geworden seid. Die meisten dachten, also wussten nicht, dass man auch als Sechster schon dadurch sich für die Qualifikation für Olympia sozusagen geholt hatte durch Platz 6 bis Platz 5 eigentlich völlig egal war. Und gleichzeitig, korrigier mich Jan, waren wir alle ein bisschen überrascht über die spielerische Brillanz, sag ich jetzt mal, weil da schon sehr viel Licht und Schatten in diesem Turnier geherrscht hat und die deutsche Turniermannschaftqualität so wirklich sehr ausgereizt hat. Ja. Ja, für mich war es natürlich ein bisschen eine andere Situation. Also für mich, ich hatte gerade schon in Spanien unterschrieben. Also ich ging dann nach dem Sommer sowieso zu Juventud Badalona und war natürlich für mich schon auch ein wichtiges Turnier, einfach schon mal so eine erste Duftmarke zu setzen und sagen, okay, ich komme jetzt in dieses Land, auch wieder da. Und auf der anderen Seite Rubio und Fernandez und Aito, die eben auch da eben meine zukünftigen Teamkameraden werden und wie Joe gesagt hat, auch für mich war das so das erste Mal, wo ich gesagt, oder ich glaube sogar das einzige Mal eigentlich, wo ich so eine richtige Rolle hatte. Ja, ich glaube, wir haben eher auf den Großen so eine Dreierrotation gespielt mit Patrick, Dirk und mir. Also ich habe wirklich Minuten bekommen und ich glaube auch wirklich gut gespielt, offensiv gute Produktion gehabt, auch defensiv eigentlich gut, gereboundet, alles war wirklich ein gutes Turnier für mich. Und es war meine höchste Platzierung, also den 5. Platz, das weiß ich. Das war für mich klar, dass wir da 5. geworden sind, weil das war mit Nationalmannschaften schon die höchste Platzierung, die ich erreicht habe. Von daher war das schon, für mich war das ein sehr, sehr wichtiges Turnier, auch wenn das für sicherlich viele andere vielleicht nur so daneben hergelaufen ist. Für mich war das ein sehr wichtiges Turnier in meiner Karriere als Nationalspieler, ohne Frage. Und auch mit Joe, wie gesagt, wir sind ja so ein bisschen Karrieren, haben ähnlich angefangen, beide am College gewesen, haben uns auch drüben öfter mal gesehen und hatten auch so immer eigentlich eine ganz gute Beziehung und auch Freundschaft. Und ich glaube, wir haben uns da, wie Joe schon sagt, also du warst okay, ich bin dann eher gekommen und habe rumgemeckert, dass ich ja nicht gespielt habe. Aber da war ja auch jemand, der so noch so, ja, wir waren beide so auf dem gleichen Einstiegslevel und da immer uns ausgetauscht und auch gut kommuniziert und
dann da zusammen auch so einen Schritt vorwärts zu machen in unserer Nationalmannschaftskarriere war sicherlich für uns auch eine coole Erfahrung daher. Und ich muss auch sagen, auch wenn ich ja 2007 jetzt eines von den Turnieren war oder eine der Texte, die ich nicht geschrieben habe, und nichtsdestotrotz kommt, glaube ich, meine tatsächlich fast Lieblingsanekdote, die auch im Heft ist, aus diesem Jahr, und die hat mir Adi Zahr erzählt, liebe Grüße, der nämlich erzählte, dadurch, dass an dem Finaltag war ja euer Spiel relativ früh, glaube ich, um die Mittagszeit. Und dann kamen ja noch alle anderen Spiele, inklusive Spiel um Platz 3 und Finale an dem Tag. Das heißt, ihr müsst schon relativ früh auch wieder im Hotel gewesen sein, um dann, völlig zu Recht muss man natürlich sagen, das Erreichte zu feiern. Ja? Und jedenfalls erreicht Adi Zahr dann irgendwann, tief in der Nacht, muss man sagen, nach dem Finale einen Anruf, Dirk müsste doch jetzt bitte in die Halle kommen, weil dieses All-Tournament-Team geehrt werden soll. Ja? Und dann ist er halt dann in den Hotelflur und hat Dirk irgendwo gesehen und hat gesagt, ach du Scheiße, nie im Leben können wir den jetzt in die Halle bringen. Man hat gesagt, hat dann angerufen und hat gesagt, nee, Dirk kann nicht, der ist bei Physio. Und dann haben die gesagt, nee, dann bringt irgendeinen anderen Spieler. Und dann ist er nochmal wohl durch die Zimmer und hat relativ schnell festgestellt, da kann keiner hingehen. Also ist am Ende er hingegangen und stand dann mit Gasol und glaub, Kirillenko und wer da alles in diesem All-Tournament-Team war, mitten in der Halle und hatte diese Medaille noch entgegengenommen. Fantastisch, fantastisch. Um mal nochmal zu sagen, auf welchem Niveau wir da in dem Heft der Geschichten erzählen. Ganz großartig. Ja, ich glaube, die letzten Abende waren immer überragend. Also das, wie gesagt, das war dann schon auch immer so ein Abschluss. Und da haben wir schon immer dann echt das auch nochmal gefeiert, den Sommer, den wir dann zusammen verbracht haben. Und ja, egal, ob es dann am Ende gut oder schlecht ausgegangen ist, wir haben dann auch wirklich nochmal gesagt, okay, das war jetzt ein langer und auch meistens harter Sommer. Und das haben wir dann schon am Ende nochmal zelebriert. Und ja, dass auch Dirk und wahrscheinlich alle anderen das nicht hätten da nochmal in die Halle sollten und sich da irgendwie präsentieren sollten vor Menschen, das kann ich gut vorstellen. Ja. Wir haben euch ja nur bis 10 gebucht, deswegen will ich jetzt nicht wesentlich länger hier festhalten, als wir das besprochen hatten. Aber ich würde gerne zwei Sachen mit euch noch besprechen. Die erste, da ist eben auch eine Frage nach gewesen, die André hier reingereicht hätte, die Personalie Chris Kamen. Ja, wir haben eben mit Patrick auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass das für die großen Jungs jetzt auch nicht so fantastisch war, dass auf einmal ein anderer NBA-Spieler diese Minuten, Spielanteile und so weiter bekommen hat. Aber ich kann mich aus unseren Interviews auch erinnern lernen, dass du einen besonderen Zugang zu Chris hattest, weil du ihn 2005 schon im Training Camp kennengelernt hast, ist das richtig? Ja, vielleicht kannst du in eigenen Worten Ja, die also Beziehung auch verfolgen. besonderen Zugang habe ich zumindest gedacht, hätte ich zu ihm. War dann am Ende doch nicht so. Ja, du sagst, also ich war 2005 im Trainingslager der Los Angeles Clippers, wo er ja auch gespielt hat in der Zeit. Das heißt, wir haben da schon mal so 2, 3 Wochen zusammen verbracht und eigentlich auch war immer ganz angenehm. Er war auch jemand, der immer sehr gekümmert hat und hier kommen wir mit hier zum Essen und kommen wir hier mit dahin und so. Da war er immer echt korrekt drauf und dann. Ja, und dann war natürlich irgendwann die Zeit, also damals war es noch so, dass man immer zu zweit in einem Zimmer gewohnt hat und irgendeiner musste natürlich dann auch mit Chris Kamen auf ein Zimmer gehen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich da freiwillig gemeldet habe, auf jeden Fall fiel die Wahl auf mich. Und da habe ich auch erstmal gesagt, ja, okay, alles klar, mache ich natürlich. Und das Problem war halt nur, dass Chris so ein bisschen seinen Rhythmus aus USA eher beibehalten hat und sich jetzt nicht unbedingt so an den Tagesablauf in Europa unbedingt umgestellt hat und dann in China dann sowieso nicht mehr am Ende. Und das war natürlich dann schon schwierig, wenn man irgendwie schlafen wollte und er war aber der Meinung, er wollte ja sowieso noch die nächsten 3 Stunden telefonieren oder Filme gucken oder auch ja, sein Laptop die ganze Nacht anlassen und solche Sachen. Also das war schon schwierig und wenn man dann noch so ein bisschen die Aufgabe bekommt vom Trainer auch zu gucken, dass sein Roommate immer so pünktlich ist mit einem zusammen. Und man aber so einen Roommate hat, der nicht unbedingt Lust hat, jetzt sich da von mir was sagen zu lassen, war das schon eine Herausforderung mit Chris Kamen, auf jeden Fall. Also auch abseits des Feldes. Also meine Lieblingsgeschichte ist, dass er nach der Vorbereitung im Supercup bei Steffen Hamann, der leider verschollen ist, weil er gerade im Urlaub ist und da, glaube ich, kein Netz hatte, sonst könnte er es selber erzählen, bei Steffen, glaube ich, übernachtet hat dann für eine Woche oder so zwischen Supercup und den nächsten Spielen in Bamberg.
Und er dann angesprochen wurde von den Nachbarn, ob er das unterlassen könnte, mit so einem Spielzeughubschrauber immer nachts in ihrem Garten zu landen. Und sich dann herausstellte, dass das Chris war, der irgendwie den Toys R Us leer gekauft hat nebenan und dann halt einfach da rumgeflogen ist mit so mehreren 100 Euro an Equipment. Das, ja, also absolute. Ja, es war genau, wie du es erzählt hast. Weltklasse-Geschichte. War genauso, wie du es erzählt hast, ist es gewesen. Joe, du bist ja dann 2008 leider nicht mehr mit dabei gewesen, als erstmal dieses Turnier stattgefunden hat in, wo war das, Athen? Ja, Athen, ja. Genau. Und leider auf die Weise eben auch nicht Olympia. Ich habe dich, glaube ich, damals gar nicht gefragt, wie hat dich das noch irgendwie beschäftigt, wenn du halt quasi dazugeguckt hast? Oder hattest du das sozusagen archiviert, wie das Profisportler unter Umständen halt auch machen? Doof gelaufen, aber so ist es jetzt. Nee, das war traumatisch für mich. Nee, weil so Olympia war schon für mich ein sehr großer Traum. Also wirklich seit, glaube ich, Seoul oder so, 88, das erste Mal irgendwie im Fernsehen gesehen und dachte ich so, ey, das ist ziemlich cool, das würde ich gerne mal hin. Und das mit dem Wissen, ich wäre in diesem Team gewesen, weil ich habe mich ja verletzt und dann, ich habe immer wieder mit Dirk auch Bauermann Kontakt gehabt und er hat immer gesagt, ja, nee, du bist dabei, wenn du fit bist, bist du dabei. So, und ich bin einfach nicht fit geworden. Ich habe sogar noch mal in der Saison gespielt und dann bin ich aber noch mal so, ist noch mal was passiert mit dem Knie und so. Deswegen, und er hat wirklich noch bis relativ kurz vor diesem Turnier auch noch gesagt, wenn du noch fit werden kannst, dann bist du dabei. Und ich wurde, aber es war irgendwie klar, es klappt nicht. Und deswegen, das war krass. Ich habe, für alle, die jetzt zuhören, ich habe auch einen Text darüber geschrieben, ehrlich gesagt. Den findet ihr bei 41 Magazine. Glaube ich, müsste der noch irgendwo rumliegen. Also ich habe das da auch nochmal verarbeitet. Also ich lag da wirklich auf der Couch zu Hause und habe geflennt, weil ich gesehen habe, also so, ich habe mich natürlich irgendwie gefreut, dass die anderen es gepackt haben, aber ich war so mitgenommen davon und ich glaube, ich habe dann auch das Turnier eigentlich gar nicht geguckt, so selber. Ja, das war schon bitter. Ja. Das ist meine Erinnerung. Das hat es leider auch nicht ins Heft geschafft, weil ich dich das vorher gar nicht gefragt habe. Ja, sagen, den Text gibt es noch. Den Text gibt es auf jeden Fall noch auf Vordermann. Weil es noch nicht so lange her ist, dass ich ihn so auch im Rahmen dieses ganzen Projekts gelesen habe. Also sehr zu empfehlen an dieser Stelle. Um das auch mal zurückzuspiegeln, ne, mit der Werbung. Ja, also ja. Ich glaube, es war ein guter Text. Es geht uns. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so, ne? So als Spieler ist das super schwierig und ich war auch immer jemand, der eher, auch wenn die Playoffs, wenn du ausgeschieden bist, hast du nicht unbedingt weitergeguckt oder auch, ich kann mich, wie gesagt, an dieses 2005er-Team auch erinnern, dass ich das überhaupt nicht geguckt habe, weil ich natürlich da auch in der Vorbereitung dabei war, am Ende nicht ins Team gekommen bin. Bin dann eben nach USA geflogen, habe da bei den Clippers irgendwie schon trainiert, aber das guckst du dann. Also ich war auch immer jemand, ich habe das nicht mehr geguckt dann, ne? Also auch, hat mich nicht mehr interessiert, wollte ich auch gar nicht, weil das, glaube ich, emotional dann auch echt schwer zu verarbeiten ist. Immer auch so, wenn du im Halbfinale ausscheidest und dann irgendwie siehst, wer Meister wird. Also das sind so Sachen gewesen, die habe ich dann auch immer direkt abgeschaltet und dann Konzentration ging auf was anderes, um da gar nicht so jetzt emotional involviert zu sein. Also ich kann Joe da schon sehr gut verstehen, dass er in so einer Situation natürlich auch dann sagt, so, nee, das kann ich mir nicht antun, das will ich mir auch nicht antun. Und ging mir, glaube ich, ähnlich in solchen Situationen. Das ist jetzt schwierig, weil ich die letzten zwei, drei Fragen zu Olympia stellen wollte. Und ich Joe jetzt hier nicht quälen wollte. Du kannst selber entscheiden, ob du dir das geben möchtest oder nicht. Es sei denn, Basti, du hast noch eine Frage, die du Joe schon dein ganzes Leben stellen wolltest. Da ich ihn schon eine Weile kenne, habe ich vor 20 Jahren alle meine Fragen, die ich an ihn hatte, schon gestellt. Okay, also ich überlasse es dir, ob du weiter am Start bleiben möchtest. Ansonsten hätte ich noch zwei, drei Fragen an Jan und dann würden wir euch in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Ja, also no offense, Jan, aber gute Nacht. Ja, also meinerseits, ich habe mich eben ja schon bedankt, aber als jemand, der sich auch am Schreiben versucht hat, ich finde es total gut, dass ihr
das versucht zu konservieren. Also ich habe mir immer gewünscht und ich fand es jetzt auch, also ich war jetzt letzte Woche nicht dabei in München, aber so. Oder so. Ist er Hau weg? einfach ab. Ja, das war Ich weiß, was er sagen wollte. Er hat sich immer gewünscht, dass wir in Deutschland anfangen, die große Basketball-Geschichte, die wir haben und auf die wir zu Recht stolz sein können, die mal endlich konservieren und ordentlich präsentieren und die nicht in Da ist er irgendwelchen wieder. Archiven vergammeln lassen. Richtig? Ich bin rausgeflogen. Nee, was ich, das ist der letzte Satz. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht dabei am Wochenende, aber dass ich so gut finde, dass der deutsche Basketball auch mal anfängt, so seine Geschichte irgendwie zu würdigen, ne, die Leute zu würdigen, die dabei sind. Da haben wir überhaupt keine Kultur. Ne, das habe ich schon immer irgendwie wahnsinnig gemacht. Das geht ja nicht, es geht ja nicht um uns, es geht ja auch um alle, die irgendwie vor uns kam und die irgendwie auch zu diesem zum Wachsen des deutschen Basketballs beigetragen haben. Und deswegen ist, glaube ich, jeder, der ne, also Leute zusammenbringt in dem Kontext und die Geschichten erzählt und halt auch aufbewahrt, ist ein großer Verdienst. Und auch jetzt, ne, ich sehe irgendwie 70, jetzt sind es noch 69 Leute, die sich anhören, umso besser. Einfach das weitertragen, damit irgendwie das. Ich meine, wir lieben alle das Spiel und dass das irgendwie weiterlebt, ist so wichtig. Und insofern danke dafür. Und jetzt bin ich auch raus. Lass mal wieder schnacken lernen. Ja, auf jeden Bis Fall. bald. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, danke dir. Da hatte der Dwayne schnell einen Abzugsfinger im Hintergrund. Ja, also ich muss sagen, also für uns war es natürlich ein Privileg, mit euch darüber zu sprechen, aber ich muss sagen, als nicht Sportgeneralist, mir sind die meisten Sportarten total Wumpe, die nicht Basketball sind, hat mich total geflasht, was ich all die Jahre verpasst habe an der Faszination von Olympia. Was ihr, also mal ganz abgesehen von dem sehr, sehr traurigen Vorbereitungsturnier, was ihr unter Ausschluss der Öffentlichkeit da gespielt habt, um euch eben zu qualifizieren für Peking. Wir müssen ja nicht das ganze Heft nacherzählen, mehr dazu im Heft. Aber die Erfahrung, die ihr beschrieben habt, da zu sein, die obskuren, sympathisch infantilen Sachen, die ihr gemacht habt, sobald ihr einmal da wart vor lauter Begeisterung, das hat mich echt voll umgehauen. Und insofern, bitte erzähl es nicht alles nach, aber wie ist es, wenn du zurückdenkst an diese Erfahrung, dabei gewesen zu sein? Ja, also Olympia ist bis heute komplett surreales Erlebnis. Ich sage immer, ich fange eigentlich jede Story über Olympia, fange ich immer damit an, so, das kann man überhaupt nicht verstehen, wenn man nicht da war. Ja, also es ist wirklich, es hört sich manchmal so blöd an und ich glaube, das ist auch, aber das war oder das ist, glaube ich, immer wieder einfach unglaubliches Erlebnis. Also alleine, du kommst dahin und du bist in einem olympischen Dorf und du sitzt in dieser Mensa, wo einfach Hunderte, Tausende von Athleten durchlaufen und du sitzt einfach nur da und guckst einfach. Wir haben manchmal einfach 2 Stunden beim Mittagessen gesessen und waren nach 5 Minuten fertig und einfach nur da gesessen und die Leute angeguckt. Ja, also die Hälfte kannte es natürlich nicht und aber einfach, was da für Körper rumgelaufen sind, was für durchtrainierte Menschen, ja, also was für, ja, das war irgendwie beeindruckend. Dann gehst du und läufst ein in dieses Olympiastadion, ja, und also das kann man sich nicht vorstellen, wenn man das nur im Fernsehen gesehen hat, ne? Du bist einfach, vorher saßen wir irgendwie in so einer, in der Turnhalle und alle saßen da irgendwie 2 Stunden, haben darauf gewartet, einzulaufen und wir haben irgendwelchen Quatsch gemacht und irgendwann irgendwie haben die, glaube ich, sogar die Kamera auf uns gerichtet und wir liefen auf dem Jumbotron, wie wir uns irgendwie gegenseitig ins Ohr gezwickt haben oder so, ja, also einfach um diese Zeit zu überbrücken, weil es ja noch kein Handy gab, wo man irgendwie 2 Stunden lang reinstarren konnte. Und dann läufst du da ein und ja, es ist irgendwie 50 Grad gefühlt, du bist im Anzug, du bist schon durch den Anzug durchgeschwitzt, aber es ist irgendwie alles egal und du läufst da einfach nur rein und weißt, die ganze Welt guckt sich das hier gerade an. Und du bist da irgendwie mit deinen, wie wir vorhin gesagt haben, irgendwie dein Kumpel, ne? Also wirklich den Leuten, mit denen du unfassbar viel Zeit verbracht hast, mit denen du so viele Spiele gespielt hast und Schlachten geschlagen hast und läufst da rein und auf einmal steht da Kobe neben dir oder ja, es ist natürlich, ist Wahnsinn. Es ist wirklich einfach nur Wahnsinn. Und dann geht man zu den ganzen Spielen, man ist mit den Handballern gut und mit den Tischtennisspielern und weiß ich nicht, ja, dann guckst du Usain Bolt beim 100-Meter-Lauf zu und dann
siehst du Michael Phelps wieder irgendwie seine, was war es damals, 8. oder 9. Goldmedaille holt. Und also all diese Sachen, die lassen natürlich das eigene so ein bisschen in den Hintergrund treten, weil man natürlich auch vielleicht nicht als Titelanwärter dahin fährt. Natürlich hat man sich irgendwie als Letzter qualifiziert und ist so ein bisschen der Traum oder ein Lebenstraum, wie Joey auch gerade beschrieben hat, von allen da mal hinzufahren. Und dieses so dabei sein ist alles, was, glaube ich, kein Sportler jemals fühlt. Also ich habe das nie gefühlt, außer in dieser einen Situation, wo wir in Olympia waren. Das war, glaube ich, das einzige Mal in meiner Sportkarriere, wo ich sagen kann, dabei sein ist alles, kann ich hier und heute verstehen und unterschreiben. Und alles, was da drumherum ist, stellt das, was man selber da macht, in dem Moment einfach komplett in den Schatten. Das habt ihr, glaube ich, auch erzählt, dass selbst Dirk von Anfang an einen Camcorder in der Hand hatte, Dirk Bauermann, so dass ihr gemerkt habt, okay, selbst für ihn scheint es irgendwie auch ein bisschen um die Erfahrung zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Also er hat uns auch, ich weiß noch, auch in dem Turnier in Athen hat er uns noch so ein paar Sprüche gegeben, so wo er auch da, also ganz klar gezeigt hat, so Jungs, es geht wirklich darum, jetzt einfach da mal einmal hinzufahren und da dabei zu sein. Und ja, alle waren natürlich irgendwie mit Camcorder und mit Kamera bewaffnet und überall, wo wir unterwegs waren, hast du Bilder gemacht und Videos aufgenommen. Und ich weiß nicht, ob sich das jemals wieder einer angeguckt hat, weil die Qualität natürlich auch so einfach so grausam ist. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, man muss das irgendwie versuchen festzuhalten, auch wenn es einfach nicht möglich ist oder nicht möglich war. Jetzt gerade noch eine Frage dazu kam oder die Frage danach, wie enttäuscht ihr möglicherweise wart, dass das Turnier relativ früh dann für euch auch vorbei war. Aber man, glaube ich, man darf in diesem Fall den Kontext nicht vergessen, dass ihr ja Athen davor gespielt habt und Athen ja schon auch so aus emotionaler Sicht, also mal abgesehen von von körperlichen Strapazen oder dem, was euch da abverlangt wurde, aber auch emotional dieses Wissen, ihr müsst da mindestens Dritter werden, glaube ich, war das, ne? Um Ja, genau. nach Peking zu kommen. Da, also dann nochmal ein zweites Turnier zu spielen in so kurzer Zeit, ist ja auch, ich würde mal sagen, mehr oder weniger unmöglich. Ja, also das war, glaube ich, mein längster Sommer. Es war, ich habe im Halbfinale hier noch gegen Barcelona gespielt und dann, weiß nicht, 2 Wochen später waren wir schon wieder auf Mallorca, glaube ich. Dann spielst du dieses Athen-Turnier und hast dann nochmal 2 Tage frei und fliegst dann nochmal Einkleidung mit den letzten Sachen, die irgendwie noch übrig geblieben sind. Als letzte Mannschaft, glaube ich, auch qualifiziert. Das heißt, irgendwie Größen bei der Einkleidung waren dann so irgendwie zwischen M und vielleicht hat einer nochmal ein L bekommen. Also damit sind wir dann darüber geflogen und haben dieses Turnier gespielt. Und ich habe auch, ja, ich glaube, nach Abpfiff kam schon der Anruf vom Trainer hier in Spanien wieder, ich soll doch bitte mal so schnell wie möglich wieder nach Spanien kommen ins Trainingslager. Von daher war, ja, emotional, natürlich wollte man mehr, aber wie gesagt, es war wirklich dabei sein, ist alles, war unfassbar wichtig. Dann verlieren wir gegen die Chinesen in so einer Situation, wo man sagen muss, ja gut, wir waren jetzt nicht besonders gut, aber die hätten wir schon in einer normalen Situation geschlagen. Aber natürlich ist auch klar, dass man in China bei, da war Basketball, war das Event auf bei diesen Olympischen Spielen. Ja, das war, jedes Spiel war voll, es gab keine Tickets, es kamen ständig Leute zu uns, könnt ihr uns irgendwie noch Tickets besorgen? Also auch wirklich die anderen Sportler, die da irgendwie rein wollten und nicht reingekommen sind. Und ich weiß nicht, was hat das da, 16.000 oder so umfasst. Da war jedes Spiel war einfach sold out. Und natürlich tut dann ein Veranstalter alles dafür, dass die Chinesen da nicht in der Vorrunde gegen die Deutschen ausscheiden. Und klar, haben wir uns auch nicht besonders gut angestellt. Aber an dem Moment war dann auch schon klar, okay, das war es jetzt hier. Und wir genießen das einfach hier, was wir jetzt haben. Und ja, so ist das. Also von daher, nein, es war emotional nicht das Ende. Es war einfach schön, da zu sein. Und das war, glaube ich, das Wichtigste für uns alle. Es gab ja dadurch dann einigermaßen egales Spiel gegen die USA. Ich glaube, du hast dann zweimal gegen Team USA gespielt, ne? 2006 in Japan. Das Spiel, wo Dumont den Block gegen Dwayne Wade macht. Und dann 2008 dieses Redeem-Team, wo Kobe und Co. dabei sind. Ja, und dann haben wir, glaube ich, einmal noch gegen die in der Kölner Arena in der Vorbereitung gespielt, da wo Iverson diesen Mittellinienwurf trifft zum Sieg, wo sie am Abend vorher gegen Italien verlieren und wir sie eigentlich auch schon fast geschlagen haben und dann verlieren wir das mit so einem Buzzerbeater. Aber das ist dann ein Vorbereitungsturnier gewesen. Ja, aber ja, also ein paar Mal. Das ist jetzt natürlich für jemanden, ne, für Otto Normalbasketballer, der für den die NBA halt immer so ein unerreichbarer Ort ist und die Vorstellung, so, ja, ich kann gegen Kobe spielen, das ist ja fast, als ob du Iron Man im echten Leben sehen würdest.
Was ich aber interessant fand, ist, dass zum Beispiel Dumont oder Robert auch so ein bisschen so geklungen haben, als wäre das gegen die Amis dann immer schon was anderes gewesen. Wie war das für dich? Ja, natürlich ist es was anderes, aber ja, es ist schwer zu sagen. Also, ein paar von den Jungs kannte ich halt. Deron Williams habe ich noch am College gespielt, mit dem kennt man sich natürlich und so. Und von daher war das natürlich schon auch immer, also klar, USA ist immer was Besonderes. Aber am Ende des Tages will man da auch gut Basketball spielen und ich weiß nicht, ob es jemals ein Spiel gab, in das ich reingegangen bin, wo ich gesagt habe, heute habe ich keine Chance. Ja, natürlich hat man weniger Chancen und ist natürlich der klare Underdog irgendwie gegen die Amerikaner, aber so jetzt von vornherein zu sagen, das kann man nicht gewinnen, ich glaube, also bei mir auf keinen Fall. Und eigentlich wusste man ja auch immer so ein bisschen, wenn man es irgendwie schafft, die mit so einer Zonenverteidigung zu einigermaßen zu verteidigen, jetzt nicht blöde Turnover sich leistet und einigermaßen oder wirklich einen guten Tag offensiv hat, dann kann man die schon noch ärgern, ne? Und dann haben die ja auch immer mal wieder verloren. Das war ja auch in der Zeit nicht so, dass sie jetzt jedes Jahr einfach alles weggeräumt haben, sondern natürlich sind auch die Spanier mal Weltmeister geworden und die Griechen haben die geschlagen und so. Und von daher ist man, glaube ich, nie ins Spiel gegangen jetzt ohne eine Strategie und einfach nur so, wow, komm, schön, dass wir hier sind. Aber natürlich ist es was Besonderes gewesen, gegen Kobe oder wen auch immer zu spielen. Meine letzte Frage, dann kannst du in der Zwischenzeit überlegen, ob du noch eine Abschlussfrage hast. Du bist ja insofern von allen Leuten, die jetzt heute uns hier netterweise in unserer Eigenversion von Ollis und Jannis Weihnachtszirkus hier besucht haben, bist du ja eine Ausnahme, weil für dich ging es ja noch relativ lange weiter, ne? Ich glaube, Patrick hat noch ein Jahr so gespielt und dann sein Retirement gemacht. Mieter war 2008, glaube ich, schon verletzt. Am Auge oder so war, glaube ich, gar nicht mit dabei. Pascal hat danach aufgehört. Für viele Leute hatte 2008 Olympia wirklich so eine Zäsur dargestellt. Für dich nicht. Hast du dann so 2009, 2010 noch einen anderen Blick entwickelt auf diese Ära, so, weil du hattest ja eine ganz besondere Art von Team kennengelernt und ich weiß jetzt nicht, ob 2009, 2010 sich das gleiche Gefühl von Freundschaft und Heimat immer eingestellt hat. Ja, man ist natürlich dann in eine andere Rolle gewachsen. Man musste auch die Mannschaft so ein bisschen führen. Man musste so eine neue Generation, gerade so 2009 war dann schon so Jugend forscht, ne? Da kommt irgendwie so ein Robin Bensing und ein Per Günther und also da kommen ja dann viele irgendwie neue, die Schafazi, glaube ich, Elias Harris. Also die kommen irgendwie alle so das erste Mal dazu. Tibor Pleiss, glaube ich, auch. Und natürlich möchtest du am liebsten so das Alte natürlich mit rüberbringen, ne? Und Patrick war ja noch da und ich glaube, Sven war noch ein paar Jahre mit dabei. Steffen war auch, glaube ich, noch eine ganze Zeit. Und natürlich hoffst du, dass du das irgendwie so ein bisschen reproduzieren kannst. Aber man muss dann schon sagen, das war eine andere Generation. Also die Jungs haben dann schon anders, die waren anders, die kannten sich auch dann wiederum, ne? Das war auch für die natürlich so ein bisschen rebellische Zeit. Die zeigen jetzt erstmal, dass wir hierher gehören. Und war anders, war aber auch eine interessante Zeit, auch für mich natürlich, gerade dann auch in der Nationalmannschaft eine andere Rolle anzunehmen, mehr Verantwortung zu übernehmen, hat dann schon auch für mich Spaß gemacht und ja, habe das dann noch ein paar Jahre weitergemacht. 2012 dann, glaube ich, letztes Jahr Qualifikation und zur Europameisterschaft 13 und dann war für mich klar irgendwie, ich glaube, dann kam Frank Menz als Trainer und da war so ein bisschen der Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich hab genug. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 Jahre lang jeden Sommer für die Nationalmannschaft gespielt. Und jetzt ist irgendwie der Moment gekommen, wo ich sage, das ist genug. Das muss ich auch mal ein bisschen Zeit für mich und meine Familie irgendwie aufbringen in den Sommern. Und war noch eine wirklich schöne Zeit, aber eine andere, muss man auch ganz klar sagen. Also dieses Klassenfahrt-Feeling war nicht mehr ganz so. Es war auch immer noch schön und es ist auch bis heute mit den Jungs immer noch ein sehr gutes Verhältnis. Aber es war schon anders, ohne Frage. Ich habe da gar keine große Frage jetzt natürlich. Ich kann nur bestätigen, dass durch die Arbeit an diesem Heft, Buch muss man eigentlich schon mehr sagen, als Heft, Ja. mir das auch nochmal klar geworden ist. Also das, was du gerade gesagt hast, diese Motivation Sommer für Sommer für Sommer. Und zwar scheißegal, ob du gerade aus einer Verletzung zurückkommst, ob du möglicherweise ohne Vertrag bist und damit dir auch ein gewisses Risiko eingehst. Wenn du im Sommer Nationalmannschaft spielst und dich da dann irgendwie verletzt, dann bekommst du keinen neuen Vertrag. Und dass es eigentlich für alle Jungs scheißegal war
und sie trotzdem immer wieder hingegangen sind. Und durch die Arbeit an diesem Heft ist mir persönlich auch nochmal klar geworden, warum. Also was über die Tatsache hinaus, dass es vielleicht einen stolz macht und vielleicht auch ein bisschen das Ego poliert, Nationalspieler zu sein, weil es nur ein ganz kleiner Kreis sein kann, dass es auch ganz anders motiviert noch ist oder motiviert war, zur Nationalmannschaft zu gehen. Und ja. Das wiederum hat dann am Ende auch, und das kann ich gar nicht oft genug betonen, den Spaß ausgemacht, diese Geschichten nicht nur mit euch Revue passieren zu lassen, sondern am Ende auch aufzuschreiben, weil das absolut rübergekommen ist in jedem einzelnen Gespräch, was Spirit, was diesen Spirit ausgemacht hat. Und das war super. Nee, also genau, du sagst es. Also ich glaube auch generell geht das darüber hinaus, über diese eine Einheit, sondern es ist bis heute, wir sprechen dieses letzte Wochenende nochmal an, da kommen die Leute zusammen und es ist wie früher, ja. Also das ist wirklich, das sind alles, ich würde fast jeden von diesen Leuten, mit denen ich da gespielt habe, als Freund bezeichnen, bis heute. Und das war was ganz Besonderes. Also sowas ist, glaube ich, auch nicht normal. Und ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern so ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute so eng beieinander sind und so viel wirklich Freundschaft das Ganze verbindet, wie uns das getan hat in den Jahren, über die ihr gesprochen habt, aber auch in den Jahren danach immer noch. Also ja, es ist immer was Besonderes gewesen und du wolltest dahin einfach auch, um mit deinen Jungs zu sein. Das war auch wirklich immer ein großer Teil davon. Deswegen habe ich einige meiner Hefte tatsächlich auch Leuten geschenkt, die gar nichts mit Basketball am Hut haben, die aber so irgendwie Sport kennen und so diese Sportfreundschaft kennen, weil das, ich finde, das ist, macht euch irgendwie aus. Ich habe eben einen verstohlenen Blick in meine Posteingänge geworfen und habe gesehen, dass einige der knapp 100 Zuschauer auf jeden Fall auch zugeschlagen haben und ich bin sehr gespannt, was die von dem Heft halten und von den Geschichten, die wir da über euch erzählen mit eurer Hilfe. Ja. Nee, also ich kann mich auch wieder nur allen anderen anschließen. Ne? Das ist, die Basketball-Vergangenheit ist was Wichtiges. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unserer Zeit nicht so mitbekommen haben manchmal, ne? Was so ein bisschen auch schade ist. Also wenn man jetzt solche Leute wie Michael Papert da irgendwie trifft, jetzt am Wochenende, das ist toll. Norbert Timm, ja, so wirklich auch Pioniere unseres Sports, mit denen wir wenig zu tun hatten. Wir kannten vielleicht so einen Mike Jekyll oder vielleicht die 93er, ne? Das war jetzt auch nicht, da waren wir ja auch schon irgendwie jung und haben das alles live mitverfolgt. Aber so diese Historie, das ist schon wichtig und das gehört dazu. Und das bringt einen, glaube ich, auch durch Phasen, wo vielleicht die Nationalmannschaft mal nicht so gut ist oder wo es mal nicht so gut läuft für den deutschen Basketball, sich daran zurückerinnern zu können, dass es immer wieder Höhen und Tiefen gibt. Und von daher auch an euch nochmal ein riesen Dankeschön. Ich habe auch angefangen zu lesen und ich muss eher sagen, wie bietet, ne? Ich traue mich gar nicht weiterzulesen manchmal, weil ich einfach nicht will, dass es aufhört und dass es dann irgendwann zu Ende ist. Deswegen muss man sich das wirklich dosiert nur durchlesen, weil es einfach so viele tolle Sachen da drin stehen, die man nochmal nachlesen möchte, auch selber. Und ja, also ich kann auch nochmal ein Riesenlob an euch aussprechen. Vielen, vielen Dank, dass ihr euren Teil dazu beigetragen habt, diese Epoche des deutschen Basketballs, auch wenn sie, ja doch, klar, in den ersten Jahren auch schon sehr erfolgreich war, nochmal habt aufleben lassen. Ja, gerne. Also ihr wart ein unterhaltsamer Haufen, insofern ist uns das leicht gefallen. Das schaffen wir immer. Unterhalten können wir, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich möchte auch gar nichts mehr sagen jetzt. Ja, genau. Ja, dann vielen Dank, Jan, dass du bis zum Ende hier die Party, wie sagt man, den Laden abschließt und die Party bis zum Ende begleitet hast. Danke, André, der hier hinter den Kulissen werkelt, ganz ungewohnt. Ich weiß nicht, ob du dich noch dazu schalten möchtest. Und alle, danke an die inzwischen noch 60 Leute live und wie viele Leute auch immer später im Relive, die hier uns zugehört haben die ganze Zeit. Danke euch. Ciao, macht's gut. Ciao, Jan. Ciao.